Oh Herr Jesus, wunderbarer Herr Jesus, wir preisen dich, wir loben dich, wir danken dir. Wir danken dir für den heutigen Gottesdienst, Herr. Wir danken dich, danke dir für meine Geschwister, Herr. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du in meinen kostbaren Geschwistern, Herr Jesus, im Vorangehen bist, in jedem Einzelnen, Herr Jesus, dass du, Herr Jesus, wirkst, Herr, und ich möchte dir heute alles anbefehlen, Herr, alles unter deine Herrschaft stellen, Herr, dass dein Wille geschehe, Herr, in unserer Mitte, Herr. Amen. Ja, Herr, wir öffnen uns für dich. Oh, scheine du, Herr. Oh, du bist wie die Sonne, scheine hell. Und füll uns aus, Herr, mit dir. Aber wir loben und preisen dich. Diese Zeit, dieser Tag gehört dir. Oh Herr, oh Heiliger Geist, wehe du und wirke du jetzt in dieser Zeit. Ah, wir sind offen für dich, Herr. Und sind gespannt, was du heute vorhast. Sprich zu uns, Herr, und wirke du hier in dieser Gemeinde, gemäß deines Planes. Amen. Danke, Herr. Amen. Oh, Amen, Herr. Oh, Amen, Herr. Wir schauen auf dich heute, Herr. Oh Herr, wir lassen alles rechts liegen und schauen nur auf dich, Herr. Oh Herr, wir lieben dich, Herr. Oh Herr, sei du das Zentrum heute in unserem Herzen, Herr. Oh Herr, sei du das Zentrum in unserem Sprechen, Herr. Oh Herr, wirke du dich ein in uns heute, Herr. Oh Herr, hab du einen Ausdruck durch uns heute, Herr. Oh Herr, wir lösen los Offenbarung, Licht und Sicht heute, Herr. Sprich, was du sprechen möchtest, Herr. Dein Wille geschehe heute, Herr. Wir loben und preisen dich, Herr. Denn du bist der alleinige Gott, Herr. Du bist allmächtig, Herr. Herr, wir loben und preisen dich, dass du uns auserwählt hast, Herr. Seit Grundlegung der Welt, Herr. Oh Herr, wir loben dich, Herr. Amen. Amen, Peter. Ich möchte mit einem Zeugnis beginnen. Dieser wunderbare junge Mann und Bruder hat letztes Mal beim Mitteilen was Kostbares gesagt. Er hat ein Zitat von Bill Johnson zitiert, dass der Durchbruch geschehen wird in der Gemeindewirklichkeit, wenn wir nicht mehr auf das Gebet von den Ultragesalbten oder Stärkergesalbten warten, vielleicht Leiter und Menschen, die schon ein Buch geschrieben haben oder die irgendwie Namen, Rang und Namen haben, sondern wenn wir darauf vertrauen, dass der Herr durch einen einfachen Bruder, eine einfache Schwester ihr Gebet erhört und uns segnet und uns heilt und einfach wirken tut. Stimmt's? Das hast du letztes Mal gesagt. Und nach diesem Mitteilen ist was Wunderbares geschehen. Der Herr hat nämlich augenblicklich die Wirklichkeit geschenkt von dem, was der Peter zu diesem Sprechen letzten Sonntag, als es um das Erkennen des Leibes ging, die Vision des Leibes und der Geschwister ging, hat der Herr gleich im Anschluss danach hat er eine praktische Erfüllung gegeben dessen, was gesagt wird. Der Herr liebt es, Dinge zu bestätigen, die er spricht im Miteinander. Vielen Dank. Und jetzt darf ich die Schwestern zu mir bitten, Siglinde und Mariana. Eine links, eine rechts zu mir. Kommt mal kurz her. Ihr braucht doch nichts sagen, aber so ähnlich wie Peto will ich doch die Beteiligten, nicht die üblichen Verdächtigen, sondern die Beteiligten an dieser, es ist ein Wunder, das sind vielleicht kleine Wunder, aber es sind trotzdem Wunder. Die, wenn ihr euch erinnert, die Siglinde war, wie soll ich sagen, etwas bedrückt und etwas betrübt, weil sie sich schwer tat zu verstehen, wie das sich verhält, die Ortsgemeinde und die Universalgemeinde, der Leib, ist die Gemeinde der Leib oder ist die Gemeinde nicht der Leib, stimmt's? Es war ein bisschen direkt verwirrend für dich. Und so saß du am Schluss des Gottesdienstes, als sich die anderen schon übers Buffet hermachten und dachten, ihr würdet auch dazu kommen, da saß du etwas betroffen auf deinem Platz und die Mariana ist zu dir gekommen. Oder saß neben dir, hat er ja so souverän geführt, dass die Mariana neben dir saß. Und irgendwie sah die Mariana dir an, dass du ja nicht ganz so erfreut warst. Und so kam die ins Gespräch. Und mehrmals wollte dann die Mariana sagen zu dir, jetzt hol mal den Michael, der erklärt es dir bestimmt ganz gut. Und du hattest irgendwas empfinden,
nein, nein, hol den Michael mal nicht. Und dann blieb der Mariana nichts anderes über, als es dir zu erklären. Und sie hat es richtig gut erklärt, stimmt's? Ja, war gut. Genau, also die Mariana hat auf einmal all das ihr erklärt, wie die Zusammenhänge waren. Die sind gar nicht so einfach gewesen, wie ich es nicht hätte besser erklären können. Und damit hast du genau das erlebt, was der Petrus sagte. Du hast erlebt, dass der Herr einfach ein ganz einfaches Glied am Leib Christi, an der Gemeinde verwendet, um mir die gleichen hohen Zusammenhänge zu erklären, wie sie ich als Leiter nicht hätte besser dir verklicken und vermitteln können. Und das ist ein wunderschönes Beispiel für das, was wir im Mittelteil gehört haben, stimmt's? Jetzt will ich aber zu diesem Wunder noch ein bisschen was dazu sagen. Nicht nur kann sich die Mariana, wer ihr Schicksal, wer ihre Einschränkung, mit der sie lebt, ein bisschen besser versteht und kennt. Nicht nur hat der Herr irgendjemanden aus dem Leib genommen, sondern er hat sich jemanden ausgesucht, der sie am allerbesten verstehen konnte. Denn so oft fühlt die Mariana, dass alles über den Kopf hinweggeht. Weil durch diese Einschränkung, durch die Behandlung, tut es sich einfach schwer, wie soll ich sagen, so gedanklich beweglich zu sein, wie sie früher mal war und wie sie ohne diese Einschränkung es wäre. Also er hat die Mariana verwendet, die sie verstehen konnte, wie es ist, wenn man Zusammenhänge nicht versteht, wenn man sie oft nicht versteht, wenn man lernt, trotzdem dem Herrn zu vertrauen. Aber nicht nur das hat er sie verwendet, er hat jemanden verwendet, der sich extrem schwer tut, Dinge zu verstehen und Dinge zu erklären. Und jetzt kommt's. Er hat etwas verwendet, was die Mariana sich erinnerte, ich ihr vor Monaten mal erklärt habe. Was aber normalerweise gar nicht geht, weil durch die Amnesien, durch die Behandlung nach spätestens 2 Wochen oder 3 Wochen alles ausgelöscht ist, was vor Monaten war. Und der Herr hat aber übernatürlich das verwendet, an das die Mariana sich übernatürlich erinnern konnte, was Monate her war, und hat ihr nicht nur das, sondern hat ihr auch die gedankliche Beweglichkeit gegeben, sich an das zu erinnern und das folgerichtig und schlüssig und klar zu erklären. Und damit hat der Herr sich einfach verherrlicht. Können wir sehen, dass wir hier nicht einfach nur warme Luft sprechen oder irgendwie menschliche Meinung aus dem hohlen Bauch zum Besten geben, sondern dass wir hier wirklich Christus hervorsprechen, übernatürliche, das Sprechen des Herrn weitergeben und der Herr sich dazu stellt und sich verherrlicht. Und das freut mich ganz, ganz besonders. Halleluja, Amen. Vielen Dank. Dem Herrn, die Anna hat auch noch was erlebt. Halleluja. Schaut sich großartig aus im Wespenlook, schwarz-gelb. Halleluja. Sie ist einfach heute die flotte Biene, oder? Halleluja. Ja, ich habe gestern schon was Großartiges erlebt, was mein Verstand nicht glauben könnte. Und zwar am Freitag hat Julia mir mein neues Handy gebracht und sie hat eingerichtet so diese Start, was man alles beim neuen Handy einrichten soll. Und das ist ein ganz neuer Samsung Galaxy und vorher hatte ich ein Honor. Und dann ist Julia gegangen, ohne dass wir weitergesprochen haben, was soll ich jetzt tun. Und dann gestern musste ich weiter tun und Julia hat mich schon ermutigt, ich brauche mir keine Sorge machen, ich soll einfach anfangen und wenn was schief geht, kann man wieder schauen, wiederherstellen. Und ja, ich habe schon einige Zeit gebraucht gestern, bis ich mich getraut habe, Handy in der Hand zu nehmen. Aber dann lief wirklich alles gut und nach ein paar Stunden habe ich schon Zeit gebraucht. Aber nachher habe ich erst richtig analysiert. Eigentlich, es war in mir gar kein inneres Stress oder Negatives, oder weil früher war das für mich, irgendwas Technisches zu machen, ein riesengroßes Drama, ein riesengroßes, oh, das kann ich nicht, ich werde was kaputt machen, ich werde viel Angst, viel Stress, viel inneres, negatives Druck. Immer war das so, aber gestern lief es in ein paar Stunden alles und ich habe fast alles ganz in Ordnung gebracht. Halleluja, alleine. Halleluja.
Am Dienstag hatte ich einen größeren Eingriff des Zahnarztes bei mir, über 5 Stunden. Und ich hatte entsprechend auch den Nachmittag noch, also Eingriff war Vormittag bis Nachmittag. Und gegen Abend hatte ich dann auch noch Schmerzen im Mund. Und dann hatte mir der Zahnarzt empfohlen, ich solle eine Schmerztablette nehmen, gegen Abend, damit ich schlafen kann. Und irgendwie habe ich gedacht, muss ich das nehmen oder soll ich es lieber weglassen? Und hatte so den Eindruck, naja, vielleicht, ich bete einfach mal und höre mal, was der Herr dazu meint. Und dann hatte ich so den Eindruck, du kannst es weglassen. Aber irgendwie dachte ich, naja, vielleicht hast du dich getäuscht, vielleicht ist es deine eigene Meinung. Und habe dann Silvia und Michael noch gebeten, für mich zu beten, dass die Schmerzen eben weggehen. Und ich bin dann mit Schmerzen ins Bett gegangen, aber am nächsten Morgen war alles weg. Kein einziger Beschwerden mehr. Ich konnte gut schlafen, ja, und die Schmerzen waren wie weggeblasen. Halleluja. Das bringt mich so ein bisschen zum neuen Lebensgefühl, das vielleicht schon bei euch angekommen ist und vielleicht auch noch nicht. Aber ich wollte mal fragen, wie lebt sich's denn, wenn alles Paletti ist, als Dauerzustand? Also wie lebt sich's denn von morgens bis abends, Äuglein auf bis Äuglein zu, wenn du nichts mehr falsch machen kannst? Wenn alles nach Plan läuft, wenn alles Paletti ist, wenn alles im Kasten ist. Wie lebt sich's denn mit einem solchen Lebensgefühl, von dem die Heiden, die Ungläubigen nur träumen könnten? Total entspannt. Vielleicht, wenn du mich jetzt so anschaust, dann denkst du vielleicht, von was redet der Michael? Ihr Lieben, ich rede davon, dass irgendwer von euch schon gecheckt und gegriffen hat, wovon wir seit September reden. Von der Alleinwirksamkeit Gottes, der Allwirksamkeit Gottes, der Souveränität Gottes. Weil diese Wahrheit bedeutet schlicht und ergreifend, dass du dich los bist und dass der Herr dann alles geworden ist. Und dass alles automatisch nur noch so läuft, wie es geplant ist. Und dass du nichts mehr vermasseln, versemmeln kannst oder sonst was. Dass alles schon Paletti ist. Und so stehst du auf, so gehst du an jedes einzelne Problem ran, was sich steht. Jeden Arztbesuch, jede Diagnose, also alles, was kommt. Also einfach in diesem Lebensgefühl, dass alles Paletti ist. So gehst du rein, so bin ich in die Darmspielung rein und habe gesagt, ja, wenn jetzt wirklich was gefunden wird oder der Herr mich holt, dann holt er mich. Verstehst du, ich wollte nur sagen, und es war alles perfekt, es war alles bestens, aber verstehst du, ich hätte genauso alles angenommen aus seiner Hand. Du musst sagen, wäre nicht alles übrig geblieben, aber der Ton macht die Musik und du kannst es zähneknirschend annehmen, irgendwas Negatives, oder du kannst es aus der Hand des Herrn nehmen, dass ein perfekter Plan abläuft. Aber ihr Lieben, das ist eben der Unterschied, ob du nur Predigten abnickst und Konzepte von Souveränität irgendwo als Worthülsen hörst, oder ob du auf einmal, bing, die Äuglein aufgehen, lass mich einfach die Predigt halten. Es ist wunderbar, ja. Und was passiert ist einfach, ist, dass du 10.000% im Frieden bist. Du bist 10.000% 24/7 ausgesöhnt mit allem. Mit deinen Nachbarn, mit, ich sag's mal krass, mit deinem früheren Vergewaltiger, mit deinen Eltern, die dich geschlagen haben, der Lehrer, der dich gemobbt hat. Du bist einfach ausgesöhnt. Du bist ausgesöhnt mit dem, der dich beruflich ruiniert hat. Mit deiner Ex-Frau, mit deinem Ex-Mann, alle, die ihr Leben zur Hölle gemacht haben, bist ausgesöhnt, weil du weißt auf einmal, hey, es lief alles nach Plan. Das Problem war gar nicht meine Ex-Frau, das Problem war gar nicht der Konkurrent, der meine Firma ausgetrocknet hat oder sonst was, oder der alle Firmengeheimnisse in die Konkurrenz transferiert hat und mich praktisch ruiniert hat, weil das darf ich mal sagen, was dein Problem war, das einzige Problem war im Leben, Gott. Darf ich es mal so klar nennen? Alle Schwierigkeiten in deinem Leben, der Grund dafür war Gott, nicht der Teufel. Gott war der Grund dafür. Und alle Segen in deinem Leben, der Grund dafür war Gott. Alles und jedes, was dir jemals widerfahren ist, gescheiterte Beziehungen, Ehen, Tragödien, Schicksalsschläge, der Grund dafür war Gott. Ich weiß nicht. Seid ihr schon so weit, habt ihr schon so weit die Punkte verbunden zwischen den
Zeichen? Weil wenn du sie verbunden hast, weißt du, es drehte sich noch nie um irgendwas anderes in deinem Leben als um Gott. Auch wenn du es vorher nicht gecheckt oder durchschaut hast, aber alles dreht sich nur um Gott. Deine Namen als Auserwählter wurden ins Buch des Lebens eingetragen, bevor die Welt erschaffen wurde. Da wurdest du markiert, da wurde dein Name ins Buch des Lebens geschrieben. Der Engel hat es eingeschrieben ins Buch des Lebens. Milliarden von Jahren wurde dein Name genannt, aufgerufen. Und du kannst unterwegs, kann nichts mehr verrutschen, nichts mehr schiefgehen, vermasselt werden. Ich meine, das ist so eine immense Sicht. Zuerst macht sie dir Angst, weil sie dich entthront, Kunde König aus einem Thron entlässt. Aber weil sie endlich den auf dem Thron sitzt, der schon immer drauf war und immer drauf sein wird, nämlich Gott. Ich sag's dir, wenn du begreifst, dass der Grund jedes Problems in deinem Leben Gott war und jeder Segnung in deinem Leben Gott war, dass sich alles schon immer nur um Gott drehte und immer nur um Gott drehen wird und dass du endlich ernst damit machst, was du eigentlich unbewusst schon immer wusstest, aber jetzt einmal dringt's in dein Bewusstsein vor. Es ging nie um was anderes als um Gott und es wird nie um was anderes gehen als Gott. Und dass dich ärgerst um das Hundeverbot im Haus und um den kläffenden Köter vom Nebenmann und verstehst du mir, und um den und jenen und um die Schwiegereltern und weiß der Geier was? Das sind nur Statisten, hallo, das sind nur Statisten. Die waren nie dein Problem. Das Amt, was nicht bewilligt, was du so gern hättest, ist niemals das Problem und die Ursache. Es ist immer nur Gott. Und darum wird die Sache so einfach. Schon angekommen diese, oder ist es noch nicht so ganz angekommen, Monika, aber das ist die Wahrheit der Souveränität, wenn du unsere Predigten hörst. Kurz zusammengestampft, kurz destilliert als Essenz, ist das die Wahrheit jeder einzelnen Predigt in der letzten Zeit. Es geht nur um Gott. Der Grund für alles ist nur Gott. Es gibt keinen Grund mehr, sich zu fürchten. Wozu? Wozu noch fürchten bei diesem Vater? Wozu noch Sorgen bei seiner Liebe? Ich bin sein liebstes Kind. Er sagt, mein Kind, ich liebe dich. Ich bin Gottes Wunschkind. Gewollt, geplant und auserwählt. Gott ist mein Vater und Jesus mein Bruder. Der Himmel ist mein Zuhaus. Am Himmel ist mein Zuhaus. Und weißt du, was? Aber du redest dich leicht, wenn der Doktor mit der Krebsdiagnose kommt und sagt, du hast nur einen Monat. Dann hast halt nur einen Monat, bevor du umziehst. Weißt du, was jemand sagt? Du kannst mir mit dem Himmel keine Angst machen. Es gibt doch Beförderung. Ja, ich war halt nur gern da. Vielleicht. Ja, aber wenn der Herr meint, der alles besser weiß, der Papa wird schon richten, wenn er meint, du solltest ein bisschen eher als später umziehen, ein Stockwerk höher, dann weiß er schon, was er tut, der Herr. Verstehst du, selbst wenn die Angst des Todes, was heißt im Hebräer 2, dass der Teufel alle Menschen in der Knute und Knechtung hielt durch die Angst vom Sterben. Und wenn die Angst vom Sterben weg ist, weil du weißt, du hast dich nicht ins Leben gebracht, du bringst dich nicht raus und eine höhere Warte bestimmt deine Haltbarkeitsdauer hier, dein Ablaufdatum hier und danach geht es ewig weiter. Ihr Lieben, du sagst, es sind papakässige Sprüche und so weiter, aber es stecken doch Realitäten dahinter, die wir irgendwann früher oder später mal ergreifen dürfen, oder? Und deshalb nochmal zurück zur Anfangsfrage. Wie geht's euch mit dieser grandiosen Einsicht, wie das Spiel läuft, das große Spiel? Wie geht's euch damit, endlich zu checken, wie der Hase läuft, wie die Spielregeln funktionieren. Alles läuft wie ein Uhrwerk, wie ein Präzisionszahnrad nach Plan. Und du sagst auch und schaust finster rein und mürrisch, ich hätte es aber gern anders. Das Problem ist, du bist nicht Gott.
Weißt du, es gibt ein schönes Glaubensbekenntnis. Ihr wisst schon, die Muslime sagen ja, es gibt, also mein Gott ist, ich sage den Namen nicht, und ist sein Prophet. Das ist, wenn du das aussprichst, bist du offiziell Muslim, darum sagen wir es nicht. Ist auch eine Lüge. Aber so, so geht das muslimische Glaubensbekenntnis. Der und der also ist Gott und der ist sein Prophet. Okay? Aber weißt du, wie unser Glaubensbekenntnis lautet? Es gibt einen Gott und ich bin's nicht. Mal gemeinsam. Es gibt einen Gott und ich bin's nicht. Ihr Lieben, wenn du das verinnerlicht hast, bist du schon so viel weiter wie die Heiden, weil die Heiden spielen immer noch Gott. Mit all dem Stress. Wenn du Bruce allmächtig gesehen hast, hast du gemerkt, dass Gott sein Anschein anstrengend sein kann. Da geht Gott in Urlaub und überlässt die Welt geschehen, halt das Weltgeschick mal dem Bruce, der sich vorher über Gottes Regiment beschwert und dann merkt er, Gott sein ist gar nicht so locker, lustig, flockig, wie er dachte. Ihr Lieben, es ist gut, dass der Herr Gott ist. Es ist gut, dass es du nicht bist und es ist gut, dass ich es nicht bin. Und auch wenn du im Detail Dinge anders dir wünschst und anders gern hättest, sein Plan ist der beste. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Wie geht es euch damit, dass ihr, nächster Gedanke in dieser Sache, wie geht es euch damit, dass ihr euch selbst los seid? Euch selbst los seid als Gott, als Checker, als Kontrolleur eures Lebens, das Leben deiner Frau, das Leben der Kinder, das Leben deiner Familie, das Leben der Firma. Es ist so tierisch anstrengend. Es ist einfach so tierisch anstrengend, wenn du noch Gott spielen musst, wenn es noch um dich geht. Aber die Wahrheit, dass Gott allein Gott ist, zeigt dir, es geht nur noch um ihn. Und unser Job ist Vertrauen. Unser Job ist Stille sein. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Unser Job ist ruhig werden. Unser Job ist sich anlehnen an den Geliebten. Unser Job ist Danke. Danken, Schutz verwanken. Loben, zieh nach oben. Danken, loben, ruhig werden, vertrauen. Hört sich für manche hyperaktiv ein bisschen fad an. Aber ich sag's euch, Friede kommt. Freude kommt. Du lebst da vielleicht ein bisschen länger. Auch das hat Gott gewollt, weil du diese Botschaft hörst und doch lebst du länger. Ihr Lieben, ich möchte euch ein Vers, ich habe mal ganz anders vorgehabt zur Predigung, und vielleicht komme ich dazu, vielleicht auch nicht, ist auch egal. Aber ich glaube, es tut gut, Wahrheit zu hören, oder? Wenn man Hebräerbrief Kapitel 4 aufschlagen, dieser Vers hat mich heute früh gewaut. Dieser Vers hat mich heute Länge mal Breite gewaut. Wir fangen an, im Hebräerbrief Kapitel 4 zu lesen. Das ist keine Frage, wie dieses Kapitel beginnt, sondern eine Aussage. Wenn es also heißt, fürchten wir uns nun, steht kein Fragezeichen dahinter, sondern das ist eigentlich eine Aufforderung. Lasset uns nun Furcht haben. So beginnt dieses Kapitel. Fürchten wir uns nun? Also wollen wir besser Respekt haben vor dem, was kommt, okay? Dieses Kapitel 4 im Hebräerbrief fängt an mit dem, lasst uns besser Respekt vor dem Folgenden haben. Vor was soll man Respekt haben? Dass nicht etwa, da die Verheißung in seine Ruhe einzugehen noch aussteht, jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. Mit anderen Worten auf gut Deutsch, dass jemand zurückbleibt. Haben wir Respekt davor, dass irgendjemand von euch draußen vorbleibt, bei was draußen vorbleibt, in seine Ruhe einzugehen? Du wirst sagen, Michael, es gibt nicht mehr zu fürchten. Ja, es gibt nichts zu fürchten, wenn du die Offenbarung hast. Wenn du sie nicht hast, dann hast du allen Grund, dich zu fürchten. Jetzt kommt es nämlich noch weiter. Hebräer 4, Vers 2. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden. Mit der guten Botschaft ist gemeint, es gibt eine Ruhe für euch übrigens. Ruhe ist vorhanden. Wie auch jenen.
All dieses us versus them, das ist uns im Gegensatz zu ihnen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verbunden hat. Mit anderen Worten, sie haben es nicht geglaubt. Ihr Lieben, es gibt manche, die sitzen hier drin und wollen es nicht so recht glauben oder nicken es zwar ab, aber greifen es nicht. Diese Botschaften, die wir Sonntag für Sonntag hören, sind zum Catch me, catch it if you can. Die sind zum Ergreifen gedacht. Du ergreifst sie im Glauben. Wir gehen nämlich in die Ruhe ein. Halleluja. Wir, die wir glauben, die diese Botschaften greifen, wir gehen in die gute Botschaft ein. Wir treten ein in die Ruhe. Die geglaubt haben, wir, die wir es glauben, die geglaubt haben, treten die Ruhe ein. Wie gesagt hat, und jetzt wird es interessant, so schwor ich meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Das klingt im ersten Fall für eine Vollbremsung. Der Anfang von Vers 3, wo er erstmal uns was Schönes sagt, wir gehen nämlich in die Ruhe ein, als die, die geglaubt haben, und der folgende Vers, der ist so ein Kontrastprogramm, dass er gar nicht zum Vorhergehenden passen scheint. Wie er gesagt hat, so schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Was tut der Schreiber hier? Hier haben wir wieder us versus them. Uns im Gegensatz zu jenen, die nicht glauben. Wir, die wir glauben und diese Wahrheiten greifen, wir gehen in die Ruhe ein. Aber die, die es nicht greifen, die trifft der Fluch Gottes hier, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Und in einem gewissen Sinn braucht es gar keinen Fluch. Indem du nicht glaubst, trifft dich bereits die Unruhe. Indem du hier sitzt und diese Wahrheiten hörst und sie nicht greifst, bleibst du fortwährend in der Unruhe in deinem Leben. Im Stress, im Lebenskampf, im Existenzkampf, in der Zukunftsangst. Aber wenn du es greifst und glaubst, alles läuft nach Plan. Wie geht's dir bestens mangels Alternative? Und es kann sein, dass du Schmerzen hast. Und trotzdem geht's dir mangels Alternative, weil der Herr einen Plan hat bei all dem. Und ich sage jetzt nicht, dass du heucheln sollst, aber du verstehst, was ich meine. Aber jetzt kommt der Oberklopper, der mich wirklich geflasht hat. Jetzt kommt, nachdem für die Nichtglaubenden gesagt wird, dass der Herr in seinem Zorn, es wird zornig, sagt, sie sollen nimmer mehr in meine Ruhe eingehen, kommt das Wort obwohl die Werke von Grundlegung der Welt an geschaffen waren. Man könnte es auch übersetzen, fertig waren, fertiggestellt waren, im Kasten waren. Die Werke waren von Grundlegung der Welt an vollendet, im Kasten. Der Film war abgedreht vor Grundlegung der Welt. Das heißt dieser Satz. Die Werke. Welche Werke? Die Bibelübersetzung sagt die Werke der Schöpfung. Aber der Schöpfung steht hier nicht da. Es meint alle Werke. Es meint alle Taten deines Lebens. Alle Taten, alle Handlungen deines Lebens war vor Grund der Welt schon im Kasten. Dein Lebensfilm ist schon abgedreht, bevor die Welt erschaffen wurde. Alle Werke der Dämonen, des Teufels, schon im Kasten. Alle Werke Gottes, schon im Kasten. Was Gott hier sagt ist, was Gott und der Heilige Geist hier sagt ist, alles, was jemals irgendwer irgendwie tut, ist schon Schnee von gestern, ist schon im Kasten, ist schon ein abgedrehter Film. Da wird nichts mehr anders. Das, was wir heute erleben, ist, dass ein Film abläuft, der schon abgedreht ist. Ihr Lieben, das ist die Implikation, das ist die Offenbarung der Souveränität. Alles, was dir von früh bis spät begegnet, ist nur Filmprojektor, ist nur Leinwand, ist nur, alles, was du erlebst, ist nur noch ein Film, der längst abgedreht ist. Alles, alles. Das ist die Vorherbestimmung. Das ist die, dass Gott im Voraus schon alles bewirkt hat, alles schon bis ins kleine Detail. Jeder Spatz, der runterfällt, ist schon abgedreht. Jede Molekülbewegung im subatomaren Bereich deinem Körper
Jeder Verdauungsvorgang ist schon minutiös abgedreht. Ob du gesund oder nicht gesund bist, wo du gerade sitzt, wie du dich bewegst, ob du schwitzt oder nicht, alles ist abgedreht. Nichts, nicht das kleinste Detail ist dem Zufall überlassen. Nichts mehr davon ist offen. Nichts mehr davon kann irgendwie verändert werden. Ein Film, der abgedreht ist, läuft durch bis ins letzte Detail. Und jetzt checkst du vielleicht die Offenbarung dieses Verses. Er sagt hier, wenn du das glauben kannst, gehst du in die Ruhe ein. Wenn du diese gute Botschaft, dass alles schon fertig ist, glauben kannst, dann gehst du in seine Ruhe ein, weil es eine gute Botschaft für dich ist. Aber wenn du es nicht greifst im Glauben, wirst du weiter unruhig sein. Und jetzt kommt das Wort obwohl. Du wirst unruhig sein und leben, als ob alles von dir abhängt, obwohl alles nur von ihm abhängt. Obwohl der Film schon fertig gedreht ist und du keinen Finger mehr rühren kannst, um es zu beeinflussen. Kannst du sehen? Obwohl alle Werke schon vollendet sind, vor Grund der Welt. Obwohl angesichts dieser unverrückbaren, unumstößlichen Tatsache nichts, aber auch gar nichts mehr beeinflusst werden kann. Durch kein Gebet, durch kein Weinen und durch kein Rufen und durch kein auf den Knien rutschen und durch nichts mehr in der geringsten noch aufgehalten verändert werden kann. Und obwohl es angesichts dessen ja nichts gibt, als sich an das anzulehnen und sagt, Amen Gott, Amen, dein Wille geschehe. Amen Herr. Was du geplant hast, was Gott tut, das ist wohlgetan. Und nichts anderes. Und weißt du, wenn das wahr ist, dann bleibt für dich nichts, als endlich dich anzulehnen. Als endlich loszulassen, deine Verantwortung. Als endlich in die Ruhe einzutreten. Aber wenn du es nicht glauben kannst, dann wirst du weiter am Hamsterrad laufen, im Hamsterrad laufen, du wirst trödeln, du wirst schupfen, du wirst, obwohl alles schon abgedreht ist. Und dann trifft dich dieses Fluchwort, das Gott in seinem Zorn geschworen hat, du wirst nie als Ungläubiger in diese Ruhe reinkommen, obwohl doch es gerade so lächerlich grotesk ist, dass du unruhig bist angesichts dessen, dass es als Reaktion auf diese Vorherbestimmung nichts anderes gibt als Ruhe. Kannst du sehen, wie absurd es ist, in der Unruhe noch zu verweilen, wenn doch die Unruhe nichts verbessert und nichts mehr verändert? Also, ich schnapp ja manchmal von meiner Frau manchmal noch so Sprüche, Satire auf, und da gibt es von diesem Gerhard Polt diesen schlimmen, groben Spruch, wo er sagt, also in seiner bayerischen Satire oder wie auch immer, da sagt er, also wenn ein Nichtschwimmer das sauft, also er trinkt, dann ist es ja nicht tragisch, das ist noch folgerichtig, so ungefähr redet er. Aber wenn ein Schwimmer das sauft, das ist tragisch. Also es, wie gesagt, das macht er in seiner brachialen, unchristlichen, derben, bayerischen Satireart. Also er sagt mit anderen Worten, also ein Nichtschwimmer, wenn der ertrinkt, dann mei, ist irgendwo stimmig, ja, der kann eh nicht schwimmen. Also wenn der ertrinkt, ja, das ist folgerichtig. Aber wenn ein Schwimmer ertrinkt, ach, das ist direkt tragisch. So redet der Polt. Warum bringe ich euch dieses Beispiel? Weil genau das die Erklärung ist, im übertragenen Sinn dieses Verses. Wenn die Welt voller Unwägbarkeiten wäre und voller Variablen und wenn die Welt voller Bedrohlichkeiten und Unvorhersehbarkeiten wäre und ein einziges Minenfeld, wo das Böse ist immer und überall, wo der Dämon über jede Ecke lauern könnte, wenn es so wäre und du würdest dich unruhig ängstigen, dann wäre es folgerichtig, oder es wäre nicht tragisch. Das wäre nur stimmig. In einer solchen Welt muss ich fürchten. Und glaub mir, die Heiden zittern jeden Tag, wenn sie die Nachrichtenseite aufrufen. Was ist der Ukraine jetzt? Was ist mit Mikroplastik? Was ist mit unseren Kosmetikcremes, die uns vergiften? Was ist mit der Ernährung? Und was ist mit der Klimakatastrophe? Und verstehst du, die Nichtgläubigen, jeden Tag, wo du die Nachrichten schaust, nur Hiobsbotschaften,
Wenn das die Wirklichkeit wäre, dann ist es folgerichtig, dass du dich fürchtest. Aber wenn du doch weißt, dass nichts anderes abläuft wie der vollkommene Plan Gottes, egal was die Nachrichten sagen, egal was dem Putin oder sonst wem einfällt, egal wer Präsident der Vereinigten Staaten wird, egal wie, was, wo, es läuft alles nach Plan. Wenn du doch weißt, dass es keinen Grund zu fürchten gibt und trotzdem dich fürchtest und in Unruhe gehst, ihr Lieben, das ist tragisch. Das ist tragisch. Und das sagt er. Wo doch die Werke, alle Taten, die jemals irgendwer tut, vor Gründung der Welt schon abgedreht im Kasten sind. Und niemand kann jetzt noch was verändern. Und niemand braucht sich jetzt noch ängstigen. Wenn das doch so ist und du es trotzdem nicht glauben kannst und in den Fluch der Unruhe kommst, das wäre tragisch, tragischer am tragischsten. Verstehst du, was ich meine? Die Heiden, die Ungläubigen da draußen, die es nicht besser wissen, die denken, alles hängt an mir. Ich muss alles richtig machen. Ich muss meinem Mann im Job stehen. Ich muss mit den Kindern alles richtig machen. Ich muss in der Geburt alles richtig machen. Heute ist ja Geburt Selbsterfahrung der Mütter. Ich muss eine spirituelle Erfahrung machen in der Geburt. Früher hat man sich das gar nicht gefragt. Ich muss immer gut ausschauen. Ich muss mit 50 noch gut ausschauen. Ich muss noch begehrenswert hier sein. Und sonst. Verstehst du? Alles ist purer Stress. Jeder Blick in den Spiegel ist Stress. Oder? Und jetzt bist du über 60 oder über 70 oder sonst was. Und verstehst du, wenn du weißt, es ist alles läuft nach Plan. Alles läuft nach Plan. Dann hört die Unruhe auf. Begreifst du, was da für ein Knaller in dieser Offenbarung drin ist? Mich hat das wieder mal sowas von Länge mal Breite geflasht. Und dich vielleicht auch. Jesus, Michael, das hört sich so schier unglaublich an, was du uns hier verklickerst. Es hört sich so schier unglaublich an. Ich verstehe, was du meinst. Es fühlt sich an, als ob du 100% freien Willen hättest. Es fühlt sich so an, als ob ich einfach jetzt entscheide, ob ich dahin gehe oder ich gehe dahin, weil ich es mir vornehme. Und jetzt nehme ich mir vor, wieder darüber zu gehen. Und es scheint, als ob ich 100% freien Willen und Gespaltungsraum habe. Aber weißt du, dass ich weder nach links noch nach rechts gehen könnte, wenn nicht Gott mich, mein Wollen, meine Neigung dahin zu gehen, vor in mich hineinlegt? Darf ich was sagen? Das Gefühl, dass wir frei entscheiden könnten, ist eine Illusion. Inmitten unseres vordergründig freien Wählens wirkt Gott perfekt jeden Millimeter meiner Ortsposition im Raum. Präzisionsgesteuert. Durch Neigung, durch alles. Ihr Lieben, es heißt im Wort, dass wie der Würfel hinfällt, ist vom Herrn gemacht. Nichts hat Gott dem Zufall überlassen. Und manche, ich habe neulich auch der Ralf, mit dem ich euch getroffen habe, wenn er zuschaut, grüß dich Ralf. Aber er hat mich neulich gefragt, ja Michael, irgendwie, da ist ja schon was dran, dass Gott souverän ist. Und da ist schon was dran, dass Gott die Hälfte in der Hand hat. Aber was hältst du von einer Mischkalkulation? Was hältst du davon, dass es so ein bisschen 50-50 ist? Gott macht seinen kontrollierten Teil und wir haben trotzdem noch Freiheit. Und dann habe ich dem Ralf das erklärt. Ich habe ihm den Schmetterlingseffekt erklärt. Wer von euch weiß, was der Schmetterlingseffekt ist? Irgendwo in Asien oder so, oder irgendwo in Südamerika bewegt ein Schmetterling seine Flügel und in Asien wird ein Tsunami ausgelöst. Das ist der Schmetterlingseffekt. Man meint damit also die Dominoeffekte, die Ripple-Effekte, die interdependenten und abhängigen und wechselseitig verwobenen Verwobenheiten des Ganzen sind derart, dass es keinen einzigen Bereich gäbe, wo eine Variable, die nicht festgelegt ist, nicht das Ganze beeinflussen könnte und durcheinander schmeißen könnte. Ich habe euch damals mal diesen Spruch gesagt, der immer noch wahr ist. Wegen des Hufnagels ging das Hufeisen verloren. Wegen des Hufeisens ging das Pferd verloren. Wegen des Pferdes ging der Reiter verloren. Wegen des Reiters ging die Botschaft verloren. Wegen der Botschaft ging die Schlacht verloren. Wegen der Schlacht
ging der Krieg verloren. Wegen dem Krieg ging das Königreich verloren. Ihr Leben wegen einem Hufnagel, einem Hufeisen, Nagel. Ein Nagel am Hufeisen, der sich gelöst hatte. Was besagt das? Und dann sagte ich auch als Antwort, entweder kontrolliert Gott alles oder gar nichts. Gott kann sich's nicht leisten, wenn er verlässlich an sein Ziel kommen will, wenn er seine Verheißungen perfekt einhalten will. Gott kann sich's nicht leisten, das ganze Spiel dem freien Schalten und Walten von Zufällen zu überlassen. Das tut Gott auch nicht. Entweder, und wir wissen das, die Physiker wissen das, dass unsere Wirklichkeit so miteinander verwoben ist, dass kein Detail einfach so isoliert auftritt. Gott kann nicht die Verantwortung teilen mit uns Menschen. Leuchtet es ein? Entweder ist Gott souverän, er ist in allem und jedem im kleinsten Mikro-Nano-Detail souverän oder er ist gar nicht souverän. Entweder regiert Gott oder er regiert nicht. Weißt du, in den Psalmen, Psalm 96 heißt es, verkündet unter den Völkern, der Herr regiert als König, der Herr regiert als König. Ich weiß, wie es euch geht, wenn ich diesen Psalmvers früher gelesen habe, vielleicht lest ihn heute noch so. Weißt du, wie ich ihn früher gelesen habe? Verkündet unter den Völkern, bla, bla, blub. Was gibt's zum Mittagessen? Verkündet unter den Völkern, bla, bla, blub. Gott regiert als König, das war für mich so eine Nullnummer. Das war für mich so ein Truism, so eine, wie nennt man das hier, Binsenweisheit. Was soll Gott sonst machen, wenn wir als König regieren? Ihr Lieben, ich habe nicht die Implikation gecheckt, ich habe die Frage nicht verstanden, darum keine Antwort gefunden. So ging es in der Schule auch manchmal, oder? Die Frage nicht verstanden, darum keine Antwort geben können. Was sollen wir unter Nationen verkünden? Gott regiert alles und jedes, immer und überall als absoluter Herrscher und König. Und niemand sonst, kein Teufel, kein Dämon, kein Ich, kein Du, kein Schwiegermama, noch irgendwas. Kein Zufall, kein Weather Pattern, nichts und niemand sonst regiert, nur Gott. Das soll neue Nationen verkünden als gute Botschaft. Gott regiert als König. Oder der Herr regiert. Früher haben wir so ein Lied gesungen. Der Herr, oder Helmer? Der Herr regiert, der Herr regiert. Lass die Welt sich freuen, lass die Welt sich freuen. Kennst du Heike? Lass die Welt sich freuen. Der Herr regiert, Herr regiert. Ihr Lieben, ich habe das gesungen, das Lied wie bla bla blub, bla bla blub. Lass die Welt sich freuen, 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 bla bla blub. Ich weiß, ich verstehe dir überhaupt, was ich gerade sagen will. Das komplette Bedeutungsuniversum der Aussage, Gott regiert als König, ist durchgerutscht. Zur Gänze durchgerutscht, durchgeflutscht. Durchgerutscht. Bla bla blub. Aber weißt du, wenn du begreifst, dass der Herr regiert, 100.000 Volt stromt dich. Der Herr regiert. Was? Wahnsinn. Unglaublich. Da legst du ihn nieder. Ich glaub mit Ritterpferd. Ich habe ein Reset. Ich fühle mich neu geboren, der Herr regiert. Das ist eine komplette Weltanschauung. Das ist wie wenn ich plötzlich begreife, die Welt ist keine Scheibe, sondern eine Kugel. Der Herr regiert. Ihr Lieben, wenn du checkst, die Offenbarung greift im Glauben, dann stromt es dich mit 100.000 Volt. Oder? Ihr Lieben, ich möchte, du wirst sagen, Michael, du sprichst so offensichtlich an. Das Problem ist, so offensichtlich ist für uns nicht offensichtlich. Der Teufel hat uns geraubt. Michael, was mit meiner ursprünglichen Predigt? Mach dir keine Sorgen, es läuft alles nach Plan. Du bekommst einen Reset. Du bekommst einen Reboot, einen Neustart. Du wirst auf einmal zurückgesetzt auf Null. Aber glaub mir, es heißt nicht, geh zurück zu Start oder zu Los,
Geh nicht allein, wie heißt es? Geh zurück zu los. Geh nicht über, was? Und zieh keine 4000 Euro ein. Das meine ich nicht. Ich meine, geh zurück zu los und zieh die 100 Millionen ein. Also am Monopoly sag, heißt doch immer so. Wenn du die Karte ziehst, dann plötzlich geh zurück zu los, geh nicht über das und zieh keine 4000 Euro ein. Ihr Lieben, wir ziehen mehr als 4000 Euro ein mit dieser Offenbarung. An Lebensqualität. Mehr als das. Der Jörg hat mir heute geschrieben, es ist so herrlich, wenn es nicht mehr um uns geht. Brigitte fängt an zu sagen, wir dämmen schon langsam, es geht nicht mehr um mich. Wir haben ja in dieser Besprechung der Morgenerweckung, haben wir ja noch das kleine Einmaleins, das große Einmaleins besprochen. Wir haben gesagt, also wenn der Lästergedanke kommt, Teufel gibt eine Lüge rein und du erkennst es als Lüge, dann holst du einen Baseballschläger raus und knallst ihn weg. Knallst diesen Vogel weg, der dir irgendwie auf das Hirn will. Auf alle Fälle, du knallst ihn weg mit dem Baseballschläger und sagst, stopp in Jesu Namen, das ist eine Lüge, Teufel. Teufel, du bist ein Lügner. Okay, ihr Lieben, das war gestern. Das war gestern. Das war Fitzel, Futzel, Kram. Lüge mit Wahrheit kontern, das war gestern. Was ist heute? Heute blasen wir das ganze Lügenkoordinatensystem mit einem Wusch aus dem Wasser raus. Länge mal Breite. Heute blasen wir wirklich mit so einem Riesenkran des Glaubens das ganze komplette Koordinatensystem, Länge mal Breite, der das Lügensystem Satan von vorne bis hinten, blasen wir zur Gänze aus dem Wasser. Wir futzeln nicht mehr mit den Detaillügen rum, wir hebeln das ganze Lügensystem aus. Und ich sage, das Tolle ist, wenn du das ganze Lügensystem aushebelst, dann weiß er nicht mehr, wo er landen soll. Er hat keinen Koordinationspunkt mehr. Er kann keine Zielerfassung mehr betreiben. Ist nicht nur beim Taurus wichtig, sondern wollen das auch noch. Er kann die Zielerfassung, die Zieldaten nicht mehr einloggen, weil du das ganze Koordinatensystem rausgeholt hast. Was meine ich damit? Früher, wenn der Teufel kam und hat gesagt, na, das hast du für toll gemacht. Du hast einen tollen Kuchen gebacken. Wenn alle Schwestern so gut Kuchen backen könnten wie du, würdest du der Gemeinde besser bestellt sein. Früher kam der Teufel oder auf raffinierte Weise mit diesen Lügen daher. Und du hast irgendwann, wenn du es gecheckt hast, gesagt, geh weg, Teufel, denn ich will nicht stolz sein. Nein, Herr. Nein, alle Ehre dem Herrn. Nein, Herr. Und hast die Einzellüge irgendwo verbannt, oder? Das war so Baseballschläger, eine Lüge mit einer Wahrheit kontern. Heute, wenn der Teufel kommt mit der gleichen Lüge und sagt dir, du bist schon die Superschwester, weil so die Gemeinde putzen und so, also so blitzblank und so meisterproper und so genial und so macht dir keiner sonst nach. Und du bekommst einen Lachanfall, dass du Tränen lachst und dass du sagst, Teufel, der Witz ist so gut. Du tust gerade noch so, als ob es um mich ging. Dabei weiß doch jedes Kind, dass es nur um Gott geht. Ha, ha, ha. Der Witz ist so gut. Ha, 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 ha. Und damit bläst du das gesamte Koordinatensystem aus dem Wasser. Du fängst nicht mehr an, Teufel, bist ein Lügner, sondern du schaust Länge mal Breite, dass es ja gar nicht mehr um dich geht. Auf die Zwangsgedanken oder Lügengedanken. Früher eben hat der Teufel, verstehst du, früher, du kannst nicht verhindern, dass der Vogel um deinen Kopf kreist, du kannst verhindern, dass sie Nester bauen, sagte Luther. Das war gestern, das war das kleine Einmaleins. So haben wir früher den Teufel gekontert, mit Einzelwahrheiten, mit Einzelantworten. Heute blasen wir sein ganzes System aus dem Wasser raus. Und der Teufel liegt da und also da komme ich nicht mehr, da suche ich mir leichtere Beute. Es gibt genügend Christen, die es noch nicht wissen. Die suche ich mal. Es gibt genügend Christen, die noch unruhig sind. Es gibt genügend Christen, die gute Botschaft noch nicht glauben wollen. Aber ich sage dir, wenn du das glauben kannst, dass du ja mit dem ganzen Spiel gar nichts mehr zu tun hast, gibt es keine Verdammnis mehr,
gibt es kein Wohl und Wehe mehr, kein Lob und Tadel mehr, sondern es ist Christus, Christus, Christus von morgens bis abends. Es ist Gottlänge mal Breite. Oder du machst, du schießt wirklich einen Bock und fabrizierst Bockmist. Und er sagt zu dir, oder ein Vorgesetzter sagt zu dir immer noch, das war also das Letzte, was jetzt gemacht und es muss besser werden. Natürlich wirst du jetzt zum Chef nicht sagen, der ungläubig ist, ich lache mich scheckig, sie tun ja noch, wenn es um mich ginge, und sonst überlegt er sich, dass er, verstehst du, der Klinik Bescheid gibt. Das verstehe ich natürlich nicht. Aber du wirst es anhören, wirst sagen, alles klar, Chef, verstanden. Und du wirst nach Hause gehen und sagen, Jesus, ich glaube, du bist gefragt, hier das nächste Mal besser zu schupfen in der Arbeit. Verstehst du? Du lehnst dich an, du lässt Jesus dein Problem lösen, weil du machst Jesus verantwortlich für alles in deinem Leben. Du vertraust, du ruhst. Und vorher hast du gedacht, es liegt an dir. Aber es liegt nicht mehr an dir. Ihr Lieben, wenn du dir Kritik noch so zu Herzen nimmst, natürlich machst du beim Chef nicht den Coolen. Natürlich machst du beim Chef nicht den ist ja klar. Du wirst verantwortlich zu Chef begegnen. Ehrbar. Aber du wirst nach Hause kommen und zu Hause wirst du einen auf chillig machen mit dem Herrn. Und sagen, Herr, da gibt es Sachen, die überfordern mich. Ich glaube, da bist du fällig. Ich glaube, das ist ein Job für Jesus. Du schaukelst die Nummer, ja? Versteht, was ich meine? So läuft unser Leben. Jedes Problem, egal ob groß oder klein, jede Überforderung, jede Aufgabe, Jesus, Geburt ist deine Sache, nicht meine. Wie kommt man auf die Schnapsidee, die Geburt wäre Mamas Sache? Nein! Die Mama hat keinen Einfluss, wann das Baby kommt. Also, Jesus, diesmal schaukelst du es von vorn bis hinten. Diesmal im Glauben schaukelst du es, ich bestelle es. Du machst es perfekt diesmal. Wenn du es schmerzfrei haben willst, bestellst auch das. Gehört die Janet Mills, Childbirth and the Glory, in der Herrlichkeit. Die hat 3 Kinder schmerzfrei geboren, 2 richtig große Brocken und so weiter. Hat einfach geglaubt, ich probiere es einfach mal. Beim ersten hat es funktioniert, beim zweiten wie beim dritten wieder. Wir wissen nicht, dass sowas geht, aber Geburtsschmerzen sind Teil des Fluches. Warum eigentlich? Herr, kümmer doch du dich drum. Kümmer du dich drum, Herr. Kann man sich so leicht machen? Ja, so. Glaubst du es? Triffst du in die Ruhe ein? Ich weiß nicht, das ist die Wahrheit dieser Predigten Montag früh um 8. Das ist die Wahrheit in deiner Ehe, wo du vielleicht überfordert bist oder gefordert bist. Das ist die Wahrheit deiner Kindererziehung mit den Rabauken oder was auch immer. Das ist die Wahrheit, dass du in seine Ruhe eintrittst. Wer sagt denn dir, dass du deine Kinder erziehen musst? Ja, die Nachbarin macht, die Nachbarin meine eh nicht, aber Jesus. Ich will meinem Mann nicht mehr gerecht. Wer sagt denn, dass du deinem Mann oder deiner Frau gerecht werden musst? Lass doch Jesus es machen. Wer sagt denn, dass überhaupt noch irgendwas an dir liegt? Mach ihn einfach verantwortlich für alles. Lehn dich an ihn an. Mach ernst damit, dass er der Alleinwirksame ist. Du bist doch gar nicht. Er ist, du bist gar nicht mehr. Du bist aus der Gleichung raus. Also ich weiß nicht, ob schön langsam die Sprengkraft dieser Offenbarung euch erfasst. Ihr Lieben, die Offenbarung ist nicht nur gemeint, dass sie für eine Stunde schön klingt, wenn sie schön klingt, wenn er sie versteht. Sie ist dazu gemeint, dass er sie komplett implementiert und anwendet im Alltag. Und ich glaube, das will der Herr. Und natürlich in ganz besonderer Weise gilt das für die 5 Lehren der Gnade für unsere Errettung. Er hat uns auserwählt vor Gründung der Welt, der Vater hat uns auserwählt, Jesus ist für uns gestorben, als er kam, der Heilige Geist hat uns Herz erleuchtet und uns neu geboren, hat auch er gemacht. Und jetzt kommt der ganze dreine Gott in Aktion und buxiert uns zum Ziel hin. Weil Jesus sagt im Johannes Evangelium, alles, was der Vater mir gegeben hat, kommt zu mir. Und wir sind dem Vater, dem Sohn gegeben worden vom Vater, als Geschenk gemacht worden. Und Jesus sagt auch im Johannes Evangelium, ich habe alles behütet und bewahrt, was du mir gegeben hast, nichts verloren gegangen, außer der eine. Und der war kein Auserwählter, wenn man so weiß. Aber wie auch immer.
Die Sache ist Paletti. Dein Heil, deine Errettung ist Paletti. So, aber jetzt will ich noch mal auf eine Sache eingehen, weil manche ja denken könnten, ja, wenn das so ist, dann lasse ich alle gerade sein und komme von der Couch nicht mehr runter. Weißt du, was ich dir darauf antworten möchte? Probier's. Weil wenn du es schaffst, hat der Herr dich vor Gründung der Welt zum Bummerl berufen. Zum Bummerl berufen. Zum Couch-Potato berufen. Leg dich auf die Couch und tu nichts mehr. Und wenn du es fertig bringst, dann bist du wohl berufen, weil da kann es niemand verhindern. Aber wenn du es nicht schaffst, weil in dir der Ruf zu groß ist, weil in dir zum ersten Mal dämmert, was würdest du tun, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen? Was würdest du tun, wenn ich nichts falsch machen kann? Würde ich dann die Welt für Christus erreichen wollen oder nicht? Würde ich das Evangelium predigen wollen oder nicht? Würde ich auf der Couch bleiben wollen, der Bummel sein wollen? Oder würde ich meinen Leuten, wenn ich nichts falsch machen kann, weil eh alles nach Plan läuft, von Jesus erzählen und die Auserwählten werden kommen? Das wissen wir. Kein einziger kann es überhören. Ihr Lieben, ich glaube, was wir nicht verstehen ist, dass der Herr uns ganz bewusst in dieser optischen Täuschung hält, als ob wir verantwortlich wären und als ob es auf uns ankommt, als ob wir tatsächlich viel reißen und wuppen könnten. Und in der Tat, wenn du diese Offenbarung checkst, wirst du fleißiger werden als alle anderen. Wirst du eifriger werden als alle anderen. Und genauso aus dem Paulus. Ich habe mehr gearbeitet, hat es gecheckt. Aber Paulus wurde produktiver dadurch. Warum? Weil Gott ihn berufen hatte, produktiv zu sein. Und wenn Gott dir diese Wahrheiten verklickert, dann wird er dir Feuer machen, weil du mehr weißt als die meisten da draußen in dieser Welt. Das heißt, du wirst Leben und Verantwortung übernehmen, als ob es an dir läge. Du wirst innerlich aber frei sein und loslassen, als ob alles an ihm liegt. Verstehst du, was ich meine? Und genau das ist der Clou. Und erst wenn du diese scheinbare Paradoxie, erst wenn du diesen scheinbaren Widerspruch in dir auf die Reihe kriegst, hast du verstanden, worum es hier geht. Wenn du verstehst, dass es nicht mehr um dich geht, dass du keine Angst mehr brauchst vor nichts mehr, keine Sorge mehr brauchst, dass du nichts mehr falsch machen kannst, dann wirst du absolut frei dich hineinstürzen, dem Herrn zu dienen und dem Herrn zu folgen und dem Herrn nachzujagen. Weil du nichts mehr falsch machen kannst. Und dann wirst du morgen aus dem Bett springen und dann wirst du die Welt nochmal auf den Kopf stellen für Christus, weil du wie eine Rakete vom Stapel gelassen wurdest. Verstehst du, was ich meine? Gott wirkt ja in deiner Sehnsucht, die Welt für Christus zu verändern. Gott wirkt ja in deinem Feuer, in deinem Herzen. Gott wirkt ja in dem Ruf der Freiheit, das du verspürst. Und darum bist du nicht einer, der auf der Couch als Couchbummel liegt und singt Que sera, sera, whatever will be. Also Spanisch, was sein wird, wird eh sein. Und wenn eh passiert, was passieren soll, dann ist ja wurscht, was man macht. Nein, es ist eben nicht wurscht, weil er dich ja bestimmt hat, weil er dich ja vorherbestimmt hat, weil du ja Teil des Plans bist. Und deshalb, solange du dich innerlich irgendwo verweigerst, wirst du es nicht aushalten, sondern Gott wird dich hinein manövrieren in seinen vollkommenen Willen. Und das ist sein vorhergegangener Wille. Du wirst sagen, das geht für mich so mit meiner Milchmädchenlogik ganz auf. Aber wenn du auf eine höhere Dimension kommst, dann geht beides zusammen. Dann geht es zusammen, dass du scheinbar frei gestalten kannst und scheinbar aus dem Bett springen kannst. Ich bin ja noch frei, an und link zu bleiben. Na, der Herr wirkt ja in dir, das Wollen vollbringen. Und er wirkt in dir, dass du aus dem Bett kommst. Und er wirkt in dir, dass du vom Evangelium sprichst. Und er wirkt in dir, dass du ihm glaubst und in die Ruhe eintrittst. Weißt du, wie unendlich viel Energie du sparst, wenn du nimmer von 24/7 am Rotieren bist innerlich? Kannst du dir vorstellen, wie viele Krankheiten, Magengeschwüre, Sorgen, Falten, graue Haare, du einsparst, Anti-Aging, du einsparst, wenn du diese Offenbarung greifst
und was du mit dieser überschüssigen Energie alles tun kannst für Christus. Also ich hoffe nur, ich habe heute über was ganz anderes geprägt, als ich es vorher hatte, aber es macht nichts. Ich glaube, es war die Vorsehung Gottes, der Plan Gottes, das andere kommt irgendwann, wenn der Herr will oder auch nicht. Es wird der Herr schon alles führen. Aber ist es nicht schön zu merken, du bist ein Teil seines Drehbuchs, ein Teil seines Films, du bist ein Protagonist seines Skripts, seines Drehbuchs. Und er ist der Regisseur und er hat den Film schon abgedreht deines Lebens. Und du trittst hinein in vorbereitete Fußstapfen und Werke. Er hat schon Fußstapfen in der unsichtbaren Welt für dich ausgefräst, in die du eintrittst. Passgenau eintrittst. So ähnlich wie der, wo war's, Don Röschen, nein, der andere, der Schneewittchen. Schneewittchen, der hat den Schuh anprobiert. Und er musste... Aschenputtel, sorry. Ich bin kein so... Ich habe zu wenig Märchen erzählt, weil ich keine Kinder hatte. Das stimmt. Auf alle Fälle, Aschenputtel. Cinderella, Aschenputtel. Der Schuh musste passgenau dazu passen. Sonst, und ich glaube sogar, die böse Schwester hat auch einen Fuß hingehalten, nicht wahr? Oh, die wollte das. Echt? Erzähl's, du weißt mehr. Komm. Hier ist die Märchenexpertin. Die böse Schwester hat sich die Ferse und die andere den großen Zeh abgeschnitten, damit der Schuh passt. Aber er hat nicht gepasst. Er hat nicht gepasst. Halleluja. Ich sagte, es ist das nicht ein Gleichnis für das Leben der Unruhe, wo du im Nachhinein noch versuchst, passend zu machen, wie Kinder, die das Runde muss ins Eckige, die Zweijährigen, die versuchen in diesen Plastikwürfel, das Runde ins Eckige. Ihr Lieben, es gibt nur eine Wirklichkeit, das Runde ins Eckige muss. Das ist die schönste Nebensache der Welt für Männer. Fußball. Nur da muss das Runde, oder? Ins Eckige. Sonst muss das Runde ins Runde und das Eckige ins Eckige. Aber ihr Lieben, nicht bloß die Zweijährigen, vielleicht tue ich ihnen auch Unrecht, vielleicht sind die schon vernünftiger, aber wie auch immer, nicht bloß die der vielleicht auch schon, weiß ich nicht. Aber nicht bloß die Kleinen versuchen, das Runde ins Eckige zu hämmern. Wir auch. Mit unserem Leben. Kopf durch die Wand, oder? Kopf durch die Wand. Gebetskette. Alle anrufen. Beten wie der Weltmeister. Den Himmel stürmen. Gott die Hand auf den Rücken drehen. Und bist du nicht willig, Gott, dann brauche ich Gewalt. Ich bin Piet Kong. Ich bin die geistige Terrorgruppe. Und mit Beten und Fasten werde ich die noch gefügig machen, Gott. Nein, der Herr regiert als König. Und abgesehen davon sagt der Herr, selbst wenn ich wollte, der Film ist abgedreht. Und ich schaue zu, wie mein Wille wird stehen, sagt der Herr. Und ich weiß, manchen von euch gefällt dieses Szenario nicht. Aber ich sag's dir, und wie meine Eltern mir auch sagten als Kinder in der Kindererziehung, du kannst dich auf den Kopf stellen. Es wird nicht passieren. Manchmal versuchen es die Kleinen, sich auf den Kopf zu stellen. Sie versuchen, die Eltern zu erpressen. Probieren tun sie es. Wir haben es auch probiert. Irgendwann werden es seine Kinder probieren. Aber der Wille des Herrn steht. Der Entschluss des Herrn kommt zustande und sonst nichts. Ich weiß, du kannst dich darüber ärgern. Es ist absolut gegen den humanistischen Geist. Und die Silvia sagt was Interessantes. Sie sagte, sie hat erlebt, der humanistische Geist verlieren musste. Ich glaube, am 2. November war es, in einem HDK-Abend. Da gab es einen Clash des humanistischen Geistes hier in der Atmosphäre. Und sie hat förmlich gespürt, wie der humanistische Geist unterworfen wurde. Und ich glaube, seitdem können wir diese Wahrheit in unser Herz reinlassen. Einspruch, euer Ehren, Einspruch abgelehnt. Wir müssen nicht mehr murren, knurren und uns auf den Kopf stellen. Wir müssen es nicht mehr tun. Wir dürfen einfach sagen, Amen, ei, ei, Sir. Ich weiß nicht, gibt es irgendjemand, der anfängt zu erahnen, dass es ein besseres Leben ist, ein schöneres Leben. Dass wir dazu geboren sind, dass es unser Geburtsrecht ist, dass es die Wahrheit ist. Schön dämmert es uns. Gibt es irgendwen, der reagieren möchte und sagen möchte, ich glaube,
Ich glaube, es ging gut. Ich wollte es ja nicht wahrhaben. Ich selber habe mich 20 davor gefürchtet. Ich bin dieser Wahrheit davongelaufen. Aber vielleicht dämmert es irgendjemanden irgendwann, dass... Ja, jetzt, wo ich so näher bedenke, bei näherem Betrachten, Monika, schön, dass du da bist, ist so anders, wie du ein ganzes Leben langes Welt gesehen hast, Leben gesehen hast, Gott gesehen hast. Es ist einfach alles wunderbar. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für diese Wahrheiten. Ich danke dir, dass alle Werke bereits vollendet sind vor Grundlegung der Welt. Ich danke dir, Herr, dass es nur noch vorbereitete Werke gibt. Und in die platzierst du uns hinein. Und wir denken, wir hätten uns entschieden, links statt rechts zu gehen. Aber alles hast du gefügt. Ich preise deine Vorsehung. Ich preise deine minutiös maßgeschneiderte Lenkung und Leitung. Ich gebe dir alle Ehre, Vater. Und ich lerne immer mehr zu erkennen, du, nicht ich, Herr. Du bist verantwortlich, nicht ich. Du bist der alleinig Handelnde. Du bist der Einzige, auf den es ankommt. Der einzig Seiende, der einzig Handelnde. Der einzig Wichtige. Du bist mir alles. Ich nehme dich als mein Leben und mein Alles. Es geht nur noch um dich. Und ich lerne loszulassen, ich lerne zu vertrauen, zu loben und zu danken, um mich anzulehnen. Und gespannt zu sein, welche Türen du öffnest und welche du schließt. Und dein Plan ist der beste, Herr. Dein Plan ist größer. Dein Plan ist größer. Ich schaffe Raum für dich. Tu, was immer ich will, Herr. Nein, tu, was immer du willst, Herr. Tu, was immer du willst, Herr. Gell, Gott, du schaffst Raum für mich. Tu, was immer ich will, Herr. Nein, ich schaffe Raum für dich. Ich schaffe Raum, mein Denken, mein Fühlen, mein Wollen. Ich schaffe mein Glauben. Ich schaffe Raum für dich. Tu, was immer du willst, Herr. Tu, was immer du willst, Herr. Ich sag Ja und Amen. Ich sag Danke, Vater. Ich sage Danke, danke. Ich sage Danke, danke. Tu, was immer du willst, Herr. Tu, was immer du willst, Herr. Danke, Herr. Dein Plan ist größer. Dein Plan ist größer. Ihr Lieben, dies sind die Zeilen, die der Heilige Geist gerade highlightet. Ich sage Danke, danke. Ich sage Danke, danke. Jesus, du lebst. Leb tief in mir, statt meiner. Halleluja, das sind die Wahrheiten, mit denen wir dem Herrn singen und spielen in unserem Herzen in dieser Tage, oder? Tu, was immer du willst, Herr. Amen. Ich habe mich schon glücklich gepredigt. Ich hoffe, ihr seid auch glücklich in der Wahrheit. Amen. Halleluja. Schmeck doch und sieh, ja, der Herr ist du. Schmeck doch und sieh. Den Herrn. Hey!
den Herrn für sein Leben in dir. Ja, preis den Herrn, preis den Herrn für sein Leben in dir. Etwas von sich, das er so gern. Heilig, 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 ich
will dich singen. Amen. Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Ich will dich dem Herrn gefällt es dir auch, wir das mit fröhlichen Lärm für den Herrn machen, Halleluja, nicht so ein Programm, Lobpreis, wo alles immer schon feststeht, sondern fröhlichen Lärm für den Herrn, Party für Fati und Lärm für den Herrn, steht in Psalmen, gell? Macht den fröhlichen Lärm vor dem Herrn, steht im Wort Gottes, alles schriftgemäß hier. Wisst ihr, in der Offenbarung steht, es war eine halbe Stunde Stille im Himmel, das war so außergewöhnlich, dass es erwähnt werden musste, weil im Himmel, sage ich da gleich, ist es nicht still. Da geht der Punk ab, ich meine der Geist natürlich, da geht die Action ab, da geht es mehr ab wie in der Disco, das sage ich dir. Das sind Lichtblitze, da braucht es keine Lichtorgel oder sonstige Nebelmaschine, da ist alles live und in Farbe da oben. Und wir nehmen das schon ein bisschen vorweg hier, oder? Amen. Frei vom Selbst und Adams Wesen, bau mich nun für alle Zeit mit den Gliedern auf zum Tempel, den du füllst mit Herrlichkeit. Von der Eigenart befrei mich, auch von Unabhängigkeit, dass wir deine Wohnung seien, unsere ganze Lebenszeit. Durch das Fließen deines Lebens wandelst du mich schon jetzt. Es stimmt mich ab mit allen Gliedern, es in deinen Leib mich setzt. Ich nehm an, Herr, deine Ordnung, ich wie du willst funktionieren. Möcht stets dienen anderen helfen, deinen Plan erfüllen dir. In Erkenntnis und Erfahrung, ich und Stolz, demütig bleib. Durch Annehmen und Ordnen, ausgeglichen werd im Leib. Halt das Haupt fest, denn von ihm aus wächst der Leib, wie's Gott gefällt. Durch die Sehnen und Gelenke, der den Leib zusammenhält. Stärk durch deinen Geist mich kräftig, nun im Innern Menschen her. Deine Liebe möchte ich sehen, deine Maße kennen mehr. All dein Reichtum soll uns füllen, bis du deine Fülle siehst, zum gereiften Mann wir werden, deinen Aufbau du genießt. Ich möchte gerne eingebaut sein, im Leib Christi Gottes Haus, im Gefäß, das kooperativ ist, wo du herrlich strahlst heraus. Deine Braut, die Stadt so herrlich, auf der Erde zeigt sich bald, bringt zum Ausdruck deinen Reichtum, wie ein Leuchter heller Strahl. Ich möchte gerne eingebaut sein, im Leib Christi Gottes Haus, im Gefäß, das kooperativ ist, wo du herrlich strahlst heraus.
deine Braut, die Stadt so herrlich auf der Erde zeigt sich bald. Bring zum Ausdruck deinen Reichtum wie ein Leuchter heller Strahl. Ich singe dir ein Liebeslied, dir mein Retter, dir mein Jesus. Du hast so viel für mich getan, mein Erlöser, kostbarer Jesus. Ich singe dir ein Liebeslied, dir mein in deinem Arm.
betet Jesus an. Öffnet euer Herz, macht euch bereit. Lasst uns Jesus sehen, voller Herrlichkeit.
No more looking to circumstances, nicht mehr auf Umstände schauen, sondern nur noch auf den Herrn. Only to the Lord. What, beholding only the Lord. Der Herr sagt, the Lord says, I called you to behold me, to be absorbed with me. Ich habe dich gerufen, mich anzuschauen und von mir absorbiert zu werden, wie Moses auf dem Berg. I call you to the mountaintop to behold me, to absorb me. Ich habe dich auf den Berg gerufen, mich anzuschauen, mich zu absorbieren, meine Herrlichkeit aufzunehmen. Receive my glory, says the Lord. Danke, Vater, keine Schwere mehr, keine Ablenkung mehr, no heaviness, no distraction, no oppression, keine Bedrückung mehr in Jesu Namen, sondern aufsteigen mit Adlersflügel, soaring with eagle's wings. Der Herr sagt auch, Probleme geistlicher Art brauchen geistliche Lösungen. Problems of spiritual nature need spiritual solutions. Kommst du, Julia? Ich löse los den übernatürlichen Raum für deine Geburt. Auch wenn die Schwangerschaft schwerer war als die anderen, wird die Geburt übernatürlicher und herrlicher sein, spricht der Herr. Rechne mit meiner Gnade wie nie zuvor. Rechne mit meiner Leichtigkeit, rechne mit meiner schmerzarmen, übernatürlichen Bewirkung in Jesu Namen. Im Namen Jesu kommen wir an gegen jeden Fluch, gegen Geburt. Wir kommen an gegen jede Erwartung, dass es sein muss. Und Vater, im Glauben machen wir uns eins, dass es so etwas gibt wie eine Geburt in der Herrlichkeit, wie eine Geburt im Glauben, wie eine Geburt, die ein Zeugnis ist. Vater, Herr, die Julia hat schon so viele Schmerzen ausgehalten in ihrem Leben. Vater, wir beten, dass sie diesmal deine Leichtigkeit erfährt, deine Gnade erfährt, deinen Lohn erfährt für den Glauben in Jesu Namen. Vater, wir klären den mächtigen Segen des Herrn schon jetzt über dem Kind. Wir klären schon jetzt, dass alles nach Plan läuft. Vater, die Geburtsstunde, Vater, alles läuft nach deinem Plan. Nicht nach den Sternen oder nach irgendwas sonst, sondern Vater, es läuft nach deinem vollkommenen Plan. In Jesu Namen, ich löse los übernatürliche Unterstützung. Ich löse los, dass alle Engel bereitstehen, schon jetzt. Ich löse los, dass die Engel das Kind richtig hinrichten im Bauch. Schon jetzt, Vater, auch in der Nacht beim Schlafen und den ganzen Tag über in Jesu Christi Namen. Gehört, wie Jesus sagte, meine Herrlichkeit ist höher als
eure und auch wie wir es uns vorstellen. Und ich habe zuerst, so wie wenn die Luft angefüllt werde mit Gold, gesehen, aber es war nicht das Eigentliche. Und dann habe ich eine Schwester gesehen und gesehen, wie seine Herrlichkeit von ihr ausstrahlte. Und das war aber nicht nur eine Schwester, sondern von allen. Und diese Herrlichkeit, die ausstrahlte, ging in die Mitte, ging aus und versammelte, dieser Strahl versammelte sich mit dem, wo der Herr aus anderen Geschwistern ausgestrahlt hatte, bis zum Himmel hinauf. Kommst du, Monika? Es ist kein Zufall, dass du da bist. Der Herr hat dir die Gnade und die Kraft gegeben, zu kommen. Und das hängt mit deiner Berufung zusammen. Der Herr will dich höher nehmen. Das spürst du auch, dass der Herr seine Hand stärker auf dich gelegt hat. Er sagt, du trittst jetzt tiefer hinein in deine Berufung. Ich habe große Dinge vor mit dir. Ich will dich gebrauchen. Nicht durch Heer und nicht durch Kraft. Nicht durch dein natürliches Talent oder deine fehlende Begabung oder nicht durch deinen Mut oder deine Bangigkeit, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Verstehe, dass es nicht auf dich, sondern auf mich ankommt. Lerne einzutreten in meine Ruhe, spricht der Herr. Lerne einzutreten in das Vertrauen, den Glauben. Und du bist eine Gläubige und der Gerechte wird aus Glauben leben. Nicht aus deiner Fähigkeit, nicht aus dem, was du kannst oder nicht kannst. Nicht aus dem, was du dir vorstellen kannst, sondern was der Herr ist. Und der Herr ist alles unbegrenzt. Und du fängst an, dem Herrn jetzt alles zuzutrauen. Du fängst an, dem Herrn zu vertrauen. Nicht mehr zu limitieren durch das, was du dir vorstellen kannst und was du dir nicht vorstellen kannst, sondern der Herr darf jetzt alles, darf dich gebrauchen. Er darf Wunder wirken durch dich, durch dein Gebet. Er darf Menschen heilen. Er darf Wahrheit sprechen. Er darf Licht bringen. In Jesu Namen. Nicht mehr du, sondern er. Nicht mehr deine Möglichkeiten, sondern seine Fülle. In Jesu Namen. Fülle. In Jesu Namen. Fülle Gottes mit dir. Fülle Gottes. Vater, salbe sie neu. Fülle sie neu mit deinem Geist. Lass sie eindringen, göttliche Fülle und Unbegrenztheit. In Jesu Christi Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Kurzer Hinweis, nicht sofort, ich weiß, es ist manchmal unangenehm, aber du darfst vertrauen, wir schauen eher auf den Herrn, wir schauen gar nicht auf Menschen, ist auch nichts peinlich, wir lassen einfach den Heiligen Geist noch zu dir sprechen, weil ich möchte der Heilige Geist noch zu dir sprechen, sei ganz offen, dann spricht der Herr noch ein Wort zu dir, ein Trost, ein Kompliment, eine Liebkosung, vielleicht sagt er, dass er dich liebt, dass du eine Schöne bist, dass du eine Wunderbare bist. Ich habe den Eindruck, das will der Herr dir sagen, während du hier liegst. Du liegst auch nicht auf einem OP-Tisch im Krankenhaus, du liegst in seinen Armen. Danke, Vater, und trotzdem operiert an dir. Danke, Herr, das heilige Boden hier. Danke, Heiliger Geist, die Salbung ist hier. Danke für deine Gegenwart, Heiliger Geist. Wir bleiben einfach so lange liegen, wie es uns angenehm ist. Und wenn es auch eine Stunde ist, ist es eine Stunde. Wir haben ja keine Eile. Anna, ich so wenn der Herr sagt, ich gebe dir Lieblichkeit, ich will dir Lieblichkeit geben.
und wirklich so wie Ben. Jan, komm her, ich möchte für dich beten. Oh Herr, ich danke dir. Ja, ich danke dir, dass du voller Lob, voller Herrlichkeit, Herr. Und ich danke dir, Herr, für deine Lieblichkeit, Herr. Für deine Lieblichkeit in der Anna, Herr. Ich löse los die Lieblichkeit des Herrn. Deine Wege sind lauter, voller Lieblichkeit, Herr Jesus. Und das löse ich auch los in dir, Herr. Einfach danke, dass du Lieblichkeit in die Anna hineingießt, ja, immer mehr und mehr, ja, dass es zu Annas Wesen noch mehr wird, dein Wesen, deine Lieblichkeit, hier Jesus, und ich habe auch so wie ein Bild, wie wenn Lieblichkeit aus deinem Mund strömen würde, und dafür danke ich dir, Herr, Amen. Du verstehst jetzt, Anna, dass alles Schreckliche, harte, gewalttätige, was du erfahren hast, letztendlich durch den Herrn durch musste, sonst wäre es nicht geschehen. Und er hat einen Plan gehabt. Amen. Und mit dem du ausgesöhnt wirst mit all dem Harten und Schweren, was du erlebt hast, aller Zurücksetzung, dass du weißt, es war der Plan des Herrn, dass er dich annimmt, dass er sein Ja zu dir spricht. Wo Menschen Nein gesagt haben, hat der Herr Ja gesagt. Und wo du in der Vergangenheit wachsam sein musstest, keine Verletzlichkeit oder Schwachheit zu dir erlauben konntest, da ist jetzt der Herr ist dein Mann, der Herr ist dein Schutz, der Herr ist deine Schulter, der Herr ist deine Stärke. Und du erlebst das immer mehr, jeder Selbstschutz, jedes an alles denken müssen, jedes verantwortlich sein müssen, Lasten tragen, fällt von dir ab in Jesu Namen. Danke. Dein ganzes Leben ist integriert in seine liebevollen Gedanken, guten Gedanken. Und der Weber hat einfach ein paar dunkle Fäden in das Meisterwerk eingewoben, damit die hellen noch stärker leuchten. Danke, Herr. Ich hatte ein Bild, und zwar sah ich den Pharao auf dem Thron. Und der Pharao hat ja in Ägypten auf der Doppelkrone die Kobra gehabt, zum Zeichen der äußersten Macht und der höchsten Macht. Und in seinen Händen, in der einen Hand trug er das Lebenszeichen. Das war ein Kreis mit einem umgedrehten Kreuz, wurde es dargestellt. Hast du das gesehen oder hast du es allgemein vom Pharao gesehen jetzt gerade? Das habe ich jetzt gerade empfangen, okay, das Bild, okay. Ja. Und in der anderen Hand den Krummstab. Und dann wechselte es, der Pharao verschwand und auf dem Thron saß jetzt Jesus. Er hatte zwar keine Krone auf, aber seine Herrlichkeit und seine Macht, die beim Pharao durch die Kobra symbolisiert war, strahlte aus ihm heraus. Und dieses Strahlen war so überwältigend und ja, es war so herrlich und so überwältigend, er brauchte keine anderen Zeichen, keine äußeren Zeichen der Macht. Und seine, wenn, dann sind seine Zeichen das Kreuz und das Lamm. Und ich hatte das Empfinden, er sprach, ich möchte, dass ihr in diese Macht mit mir eintretet, in diese Herrlichkeit. Ich möchte, dass ihr meine Söhne seid. Ich möchte, dass ihr Mitkönige seid. Und zwar jeder Einzelne, ohne Ausnahme. Es gibt niemanden, den ich davon ausnehme. Ich möchte, dass ihr in meine Macht eintretet, in meinen Sieg über diesen Okkultismus, über dieses Teuflische, was demonstriert wurde. Ich möchte, dass ihr meine himmlische Macht annehmt, darin lebt und sie zur Schau stellt, denn dann werde ich auch zur Schau gestellt. Amen.
Reinhard, würdest du kommen? Sag einfach, Herr, ich trete einen vollkommenen Plan für mein Leben ein. Herr, ich trete einen vollkommenen Plan für mein Leben ein. Ich sage Ja und Amen. Ich sage Ja und Amen. Zu deinem Willen. Zu deinem Willen. Ich vertraue dir neu. Ich vertraue dir neu. Ich vertraue dir. Ich mache Raum für dich. Ich mache Raum für dich. Tu, was immer du willst. Tu, was immer du willst. Dein Plan ist größer. Dein Plan ist größer. Wenn du es noch im Herzen hast, irgendwas zu sagen oder zu beten, dann mach's noch. Muss aber nicht sein. Nur wenn du noch im Herzen hast, was zu sagen oder zu beten, dann sag's doch dem Herrn. Amen. Monika, kommst du mal her, bitte? Der Herr hat mir dich gezeigt, du als kleines Mädchen, da bist du mit deinen Geschwistern und es waren wohl auch Schulkameradinnen dabei, vor einem Leiterwagen gestanden, da sind Päckchen drinnen gewesen. Und dann hat es geheißen, für jeden von euch ist ein Päckchen. Und ihr dürft euch frei wählen. Ihr seid nur gestaffelt noch den Anfangsbuchstaben eurer Namen. Das war die Reihenfolge, ja. Und dann hast du für dich bestimmt, also die waren verschieden eingepackt und waren auch verschieden groß. Und eins hat dir besonders gut gefallen. Und dann hast du dir gedacht, hoffentlich nimmt das keiner vor mir. Und bis du dann an der Reihe warst, war das schon weg. Und dann hast du auf dem Weg nach vor, hast du gesagt, ach, der Mama ist eh lieber, ich nehme das Kleine da hinten, weil das mag die Mama, wenn ich so bin. Und dann hast du ein kleines Päckchen genommen, war gar nicht in deinem Blickwinkel, aber du hast dich umentschieden auf dem Weg davor. Und mit diesem Päckchen hast du dein Leben verbracht. Und das, was da drinnen war, das hast du nach bestem Wissen und Gewissen verwaltet und andere neben dir haben das, was in ihrem Päckchen war, gelebt und verwaltet und sind mit dem umgegangen. Und da waren manche, die haben ein großes Backel gekriegt und die sind gescheitert. Die haben das nämlich gar nicht gescheit verwenden können, was da drinnen war. Und dann waren welche, die haben eine scheinbar passende Größe und einen Inhalt in dem Päckchen gehabt, mit dem sie gut umgehen haben können. Und das war aber größer als deins. Und dann da waren deine Schwestern dabei. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Schwestern du hast, aber du hast Schwestern. Und die haben größere, beide oder drei, weiß nicht, also Schwestern, die haben größere Backeln gehabt. Und die haben das verwaltet und haben nicht gut umgekommen damit. Und hinter euch ist deine Mama gestanden und hat gesagt, na, das machst du schon richtig, Monika. Ist gescheiter, du machst das mit dem Kleinen gut, wirst sehen, das wird gescheiter sein. Und schau nicht auf das, was die anderen haben, du kriegst das schon alles. Das passt schon so für dich, das ist deine Größe, mit der kannst du umgehen. Und ja, das war das. Und jetzt weiß ich nicht, ob das stimmt, aber jedenfalls sagt der Herr, weißt du, Monika, ich liebe das, dass du so demütig sein möchtest, aber du hast wahre Demut mir gegenüber noch gar nie gelernt, weil du noch nie das Große gesehen hast, das ich für dich habe. Und wenn du das Große in den Händen hältst, das ich für dich habe, und mir das gibst, dann bist du wirklich demütig, weil das fällt dir gar nicht schwer, dann bist du nämlich frei von jedem Anspruch und von jedem Vergleich und von jedem, ich habe es nicht gut gemacht, dabei war es eh nicht so viel und nicht einmal das ist gescheit gegangen. Das geht nur, wenn du das Große siehst, für das er dich bestimmt hat. Das ist ganz groß, das ist ganz strahlend, das ist ganz prächtig und das darfst du nehmen als seine Tochter, und wenn du ihm das dann hinhältst, dann wirst du sehen, wie er das, ohne dass du was tust, für die zum Strahlen bringt und in die Verwendung bringt.
und da geht es gar nicht mehr um die. Und da wird nie was misslingen, sondern er bringt es zur Geltung. Und du sitzt einfach nur da und lässt dich aus diesem großen Backel von ihm beschenken. Und hast überhaupt keinen Anspruch, dass du was selber gemacht hast und gar nichts. Überhaupt gar nichts. Aber wahre Demut vor dem Herrn kann man nur haben, wenn man das Große hat. Weil wenn man eh nur was Kleines hat, ja, dann sagt man oft, das kann man nicht gut wickeln, das kann man eh leicht wickeln. Aber das Ganze ist Große. Das nimmt, das gibst ihm. Und ihr schaut es gemeinsam an und er ist dir alles. Er ist dir alles. Amen. Ja. Als die Gabe gesprochen hat, hat der Herr mich jetzt erinnert an etwas, was er mir gezeigt hat, als du am Boden gelegen bist. Und ich konnte es nicht richtig zuordnen. Deswegen habe ich zuerst nicht gesprochen. Und zwar, als du am Boden legst, habe ich gehört, wie eine Stimme aus der Welt sagt, ah, da liegt die andere Monika. Und jetzt ist es ja so, es gibt in dieser Gemeinde bereits eine Monika. Und mir war, als würde diese Stimme sozusagen auf diese Haltung reagieren mit, ah, das ist Monika und da liegt die andere Monika. Und der Herr hat mir gezeigt, wie er die Namen auseinander nimmt. Also die andere Monika, wie er das wegzieht und von dir sagt, nein, du bist Monika, nicht die andere. Du bist Monika. Deine Identität habe ich dir gegeben und du bist nicht die andere, die dann da mal liegen darf, weil die andere, die Monika, sie in die Gemeinde gebracht hat. Nein, du bist Monika. Du bist so geplant und so gewollt. Niemand kann an deiner Identität etwas rütteln oder verschieben. Gott hat dich mit dem, was du gewählt hattest, so wie die Gabriele gesprochen hat, so weit gebracht an einen Ort, den die meisten Menschen auf der Welt niemals erreichen. Auf die Höhe einer Offenbarung, einer wahren Gemeinde, an denen Millionen von Menschen vorbeilaufen, es nicht wollen oder nie das Geschenk bekommen, es zu hören. Und jetzt stehst du da und Gott sagt, nein, du warst nie die andere Monika. Du bist Monika. Und ich bete, Herr, darf ich deine Hände nehmen? Herr, öffne deine Hände. Ein Geschenk gebe ich dir. Ein Geschenk gebe ich dir an Identität. Du bist Monika. Du trägst einen Namen, den niemand anders trägt. Denn niemand ist den Weg gegangen, den du mit mir gegangen bist, hast und wirst. Du bist besonders einzigartig in Christus, in mir. Es gibt einen unverrückbaren Platz und einen Namen, den niemand trägt. Das ist dein Name. Und ich führe dich an diesen Platz, weil du dafür bestimmt bist. Niemand anders kann dorthin gehen. Ich löse das los über dir. Für die Zeit, wo es gedacht ist, gehst du die Schritte, die du gehst, so wie Michael heute gepredigt hat, Fußstapfen, die nur du gehen kannst, die er vor dir schon gegangen ist. Die haben deinen Namen. Sie rufen nach dir und du kannst gar nicht daneben gehen.
Gibt es noch Eindrücke für Heilung oder Worte Erkenntnis für Heilung, was der Herr machen möchte? Ich hatte ein Wort der Heilung für Fuß. Ich habe an beiden Füßen, das ist relativ plötzlich jetzt irgendwie schlimm geworden, an beiden Füßen plötzlich Fußpilz bekommen. Und habe irgendwie heute den ganzen Tag schon dieses Empfinden gehabt von, ich werde ohne wieder nach Hause gehen. Amen. 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 Herr, ja, ich danke dir, dass du dein Wort ausführst, Herr, in Jesu Namen, Herr. Du bist der, der groß ist. Du tust große Wunder, Herr, in Jesu Namen, Herr. Herr, und ich danke dir für deine Liebe, Herr. Herr, und ich breche jede Art von Fußpilz in Jesu Namen, Herr. Jede Form von Hormonunausgeglichenheit. Und ich befehle göttliche Ordnung in die Füße, in die Haut. In alles kommt in göttliche Ordnung, auch in den Hormonhaushalt. Göttliche Ordnung in Jesu Namen. Fußpilz, geh in Jesu Namen. Ich binde Fußpilz und ich sag unter die Füße Jesu, raus in Jesu Namen. Amen. Ja, und ich löse los, wirklich. Herr, heilende Kraft, Herr, und zeitlich hinein die Füße von der Julia gesegnet sind, die Füße der Freudenboten in Jesu Namen. Schön, Julia, verkündigt dein Heil in Jesu Namen. Heilende Kraft in Jesu Namen, in den Fuß, in die Hormone. Ich hatte Übelkeit. Ist irgendjemandem übel heute? Schlecht? Du auch? Okay, willst du noch dazukommen, Hans, hinter Sie? Danke. Was ist bei dir? Ja, ich habe seit gestern Abend eigentlich ganz starke Magenschmerzen und ganz, ganz krasse Übelkeit gehabt. Also. Bei dir. Danke, Heiliger Geist, füll sie jetzt. Ich komme jetzt gegen alle Angriffe auf deine Gedanken in Jesu Namen. Alles kreisen, um was, wieso, weshalb. In Jesu Namen, alles Vergleichen mit früher, alles Vergleichen mit irgendwas, mit anderen Dingen, mit anderen Menschen, in Jesu Namen, verlässt dich jetzt. Die Gedanken kommen jetzt unter die Herrschaft des Geistes, in Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Alles, was jetzt nicht vom Herrn ist, verlässt dich. Das, was du aufgenommen hast, was nicht vom Herrn ist, verlässt dich jetzt in Jesu Namen. Verlässt dich jetzt in Jesu Christi Namen. Sei geheilt. Löse los, Wunder wirkt der heilende Kraft. Jetzt in Jesu Namen. Oh, Halleluja, Geschwister, was für ein wunderbares Thema. Oh, Herr Jesus. In Tag 3 lesen wir, Gott schuf den Menschen als eine Seele, damit sie stets von ihm abhängig sein sollte. Der Mensch ist eine Seele und als eine Seele sollte er in allen Dingen von Gott abhängig sein. Und dann lesen wir auf der nächsten Seite in Tag 3. Die Gegenwart des Herrn zu haben, hängt davon ab, ob du vom Leib abhängig bist und ob du in der richtigen Beziehung zum Leib stehst. Geschwister, in diesem Zeitalter, das, was Gott heute tut, ist, er schafft sich einen Leib.
Er hat uns als Seele geschaffen, damit wir von ihm abhängig sind. Und damit wir in der richtigen Beziehung zu ihm stehen können, müssen wir zum Leib, also zu unseren Geschwistern, abhängig sein. Das ist das, was Gott heute tut. Christus ist Haupt und Leib. Er ist Haupt und viele Glieder. Wir können nicht sagen, ich bin nur von Gott abhängig, aber meine Geschwister lasse ich außen vor. Ich bin unabhängig von meinen Geschwistern. Nein, wir sind geschaffen dafür, von den Geschwistern abhängig zu sein. Wir sind geschaffen dafür, von den Geschwistern abhängig zu sein. Niemand und nichts kann sich von dieser Abhängigkeit entbinden, weil wir so geschaffen sind. Gott will diese Abhängigkeit im Leib. Gott will das. Und erst wenn die Abhängigkeit völlig zu unserer Erfahrung geworden ist, zu einer natürlichen, ich rede von einer guten Abhängigkeit, erst wenn das völlig und ganz zu unserer Erfahrung geworden ist, dann kann Jesus wiederkommen. Halleluja, ja, Halleluja. Schwester Julia hat es eben gerade gesagt, genau das wollte ich eigentlich auch mitteilen, aber ich werde es nochmal wiederholen und meinen Genuss dazugeben. Amen, ja, genau. Die Gegenwart des Herrn zu haben, hängt jedoch davon ab, ob du vom Leib abhängig bist oder nicht und ob du in der richtigen Beziehung zum Leib stehst. Wenn du die richtige Beziehung zum Leib hast, wirst du an jedem Ort die Gegenwart des Herrn haben. Amen! Das ist wunderbar. Das habe ich gerade letzten Freitag erlebt. Da war ich beim Jörg in der Schweiz auf Besuch und da war wirklich die Gegenwart des Herrn war da. Aber wenn sich zwei Geschwister treffen, wir haben uns gesehen und wir haben vom Herrn gesprochen, über den Herrn gesprochen, ihn genossen und einfach ja, geliebt und es war wirklich wunderbar und ich bin so froh, wieder hier zu sein, bei euch zu sein, im Leib zu sein, das ist wunderbar, das ist großartig und ich freue mich wieder so hier zu sein, es ist wirklich, es ist ein Nachhausekommen, es ist schön, einfach gemeinsam den Herrn zu loben und zu preisen und ihn zu genießen und das habe ich heute wirklich getan. Halleluja, Amen. Ja, ich habe auch das Gleiche und deshalb stehe ich jetzt auch hier vorne, weil ich das jetzt auch nochmal vorlesen möchte. Eben, dass Gott schuf den Menschen als eine Seele, damit sie stets von ihm abhängig sein sollte. Und weiter, immer wenn wir von den Geschwistern unabhängig sind, befinden wir uns im Selbst in der unabhängigen Seele. Aber wenn du die richtige Beziehung zum Herrn hast, wirst du an jedem Ort die Gegenwart des Herrn haben. Und ja, mich hat das einfach so stark berührt zu sehen, wie wichtig dem Herrn unsere Beziehung zu unserem Leib ist. Amen. Weil Jesus sagte, wer sein Seelenleben festhalten will, der wird es im nächsten Zeitalter verlieren, also den Genuss des Seelenlebens. Das heißt so, also der Genuss meiner Seele, wenn ich den jetzt um jeden Preis haben will, werde ich ihn ja, werde ich nachreifen müssen im nächsten Zeitalter im Königreich. Wenn ich aber mir Dinge versage, die der Herr nicht möchte, dass ich sie tue oder habe oder einfach Beschäftigungen, dann wird der Herr mich belohnen. Dann werde ich den Genuss des Seelenlebens im nächsten Zeitalter haben. Wir können nicht in dieser Zeit und im nächsten Zeitalter den Genuss haben. Du kannst nicht deinem Seelenleben frönen, deinem Genuss, deiner Annehmlichkeit frönen in diesem Leben, und glauben, du könntest dann auch noch Halligalli im tausendjährigen Reich mit Jesus haben. Nein, entweder oder. Entweder pay now, play later oder play now, pay later. Also entweder erst die Arbeit, dann das Vergnügen oder erst das Vergnügen, dann die Arbeit. Also die Arbeit, dein Seelenleben zu verleugnen, entweder du machst es jetzt und dann genießt du im tausendjährigen Reich, dann hast du das Vergnügen im tausendjährigen Reich oder du hast das Vergnügen jetzt schon, dein Lohn jetzt schon. Und dann musst du halt die Arbeit des Nachreifens im Tausendjährigen Reich nachholen. Aber ja, der Herr möchte erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und darum ist das Leben auch als Christ jetzt nicht nur eine Sause, obwohl es eigentlich viel schöner wird, wenn wir im Geist sind als in der Seele. Aber es heißt schon noch manche Tränen zu weinen, wenn wir uns Dinge versagen, die sich die Welt gönnt. Ja. Ganz wichtig, die Seele ist nicht dasselbe wie das Leben. Die Seele ist gut, genauso wie Kinder gut sind. Aber Kinder am Steuer deines Wagens sind nicht gut, oder?
Kinder am Steuer deines Autos sind alles andere als gut, genauso mit deiner Seele. Wenn deine Seele am Steuer ist, dann ist es gar nicht gut. Und das Seelenleben bedeutet, die Seele schafft an, ist am Steuer deines Lebens und deswegen, das Seelenleben ist die Seele als Chefin. Und deswegen müssen wir das Seelenleben verleugnen. Oder was wir auch verleugnen, die Seele als Chefin. Wir verleugnen die Seele als Chefin, wir verleugnen nicht die Seele als Dienerin. Die Seele ist eine wunderbare Dienerin, aber eine unerbittliche Herrin. Und das will der Herr nicht. Und wir haben hier auch was aufgemalt. Wo haben wir denn das? Bei Woche 4 sind wir, genau. Da habe ich mich schon gewundert, wo du das klar... genau, das Seelenleben drückt sich aus in unserem Selbst und das Selbst drückt sich aus in Meinungen und im Verstand. Und ja, aus diesem Grund, wenn wir das Seelenleben verleugnen, sagen nicht ich, sondern du Christus, durch die Christustür gehen, dann wird das Seelenleben, findet kein Ventil mehr, keinen Ausdruck mehr und dann ist der Geist am Steuer und dann kommt der Geist hervor. Und der muss oft gar nicht so viel sagen, der strahlt einfach hervor und bewirkt den Willen Gottes. Jedenfalls, die Gemeinde kann nur aufgebaut werden durch das Verleugnen des Seelenlebens, durch das Annehmen des Kreuzes, sich selbst zu stoppen und durch die Christustür zu gehen, zu sagen, nicht ich, sondern du Christus. Sonst kann die Gemeinde nicht aufgebaut werden. Wir haben in der letzten Lektion, Woche 3, gesehen, das echte Gemeindeleben fängt an, wo das Selbst aus dem Weg geräumt ist. Wo das Selbst verleugnet ist, wo es am Kreuz ist, da erst fängt das echte Gemeindeleben an. Das Gemeindeleben ist Christus. Und Christus und Selbst gehen nicht zusammen. Reiner Verdrängungsmechanismus, das ist man voll von Selbst oder von Christus. Und das Selbst verleugnen, das Seelenleben verleugnen, dann kommt der Geist und füllen uns mit Christus und dann fängt das Gemeindeleben an. Dann haben wir die Einheit, die Einmütigkeit. Dann kommen wir klar und zwar nicht nur im Gemeindeleben, sondern auch in der Ehe und Familie. Und das heißt, wenn alle Ehepartner diese Lektion lernen würden, von Gott abhängig zu sein, ihre eigene Meinung aufzugeben und zu sagen, lass uns beide zum Herrn gehen, dann lass uns nach dem Sinn des Herrn suchen. Dann kehrt in die Ehe der Geist ein und Christus ein und das Gemeindeleben auch. Und dann haben wir echt den Himmel auf Erden. Das ist die Lösung. Halleluja. So wie jetzt Michael gesagt hat, dass erst wenn selbst aus dem Weg geräumt ist, gibt es Gemeindeaufbau, wahre Gemeindeleben. Und genau so bin ich dankbar, dass wir so stehen und wie es in Tag 1 steht, wenn wir die Problematik des Selbst betrachten, möchte ich euch dringend bitten, mehr Gnade zu empfangen, damit das Selbst bloßgestellt werden kann. Und wir haben so viel Gnade schon bis jetzt empfangen, dass wir hier sind und das soll uns ganz dankbar machen soll. Und ich bin dankbar, dass wir hier stehen, dass wir wirklich selbst entblößt wird, jetzt durch Morgenerweckung so sehr durch diese Woche lesen. Und erst dann fängt richtige Leben aus der Gnade. Und wir sind berufen dafür, dass wir Christus leben, dass wir aus Leben Gottes aus der Gnade leben. Und wahre Gnade fängt erst an, wenn wir unsere Selbst wirklich niederlegen. Und Wort Gottes wäscht uns und richtet uns aus, auf, dass unsere Gedanken auf Gott gerichtet werden, auf Gesinnung Gottes. In uns, wir sind programmiert auf satanische, auf seelische Gedanken. Selbst, nicht Seele. Seele ist gut, wie Michael schon gesagt hat, aber Seele ist Verstand Satans dazu getan, initiiert worden und deswegen ist Seelenleben zu verleugnen und wenn wir Seelenleben verleugnen und uns waschen lassen in Wort Gottes, dann bekommen wir immer mehr Sinn des Herrn, des Christus und dass wir wirklich Gottes Gedanke denken können. Halleluja, dann ist unsere Seele, glückselige Seele. Halleluja. Halleluja für die glückselige Seele.
Unser Seelenleben wird durch unser Selbst verkörpert und ausgelebt. Und unser Selbst wird durch unseren Verstand, unsere Gedanken, unsere Vorstellungen und unsere Meinung zum Ausdruck gebracht. Wenn wir unseren Verstand nicht auf Dinge Gottes setzen, sondern auf die Dinge der Menschen, ergreift unser Verstand die Gelegenheit, selbstständig zu handeln und sich selbst zum Ausdruck zu bringen. In diesem Zusammenhang ist mir eigentlich was eingefallen, was ich vor ein paar Tagen gehört habe, eine Frage. Was hat Gott aus der Bibel rausgelassen? Deine Meinung. Und es geht ja wirklich darum, dass wir alles das, was unser Sein ist, verleugnen und wirklich Gott folgen. Das, was Gott für uns vorhat, was Gott uns sagt und Gott den Weg weist, diesen Weg zu gehen und alles andere liquidieren. Unser Sein liquidieren und mit Gott gehen. Amen. Oh, Halleluja, Herr Jesus. Jesus wohnt, wo wohnt er? In unserem Geist. In unserem Geist wohnt, lebt, herrscht, regiert Jesus Christus durch seinen Geist in unserem Geist. Und was mich in der Morgenerweckung so berührt hat, war wieder der Gedanke, dass wir uns jederzeit in seinen Geist flüchten können, wo er regiert. Der Feind, Satan, kann die Seele steuern. Unsere Emotionen, unsere Gedanken, ganz besonders, fällt mir viel momentan zum Weltgeschehen auf. Ja, wie fühlst du dich denn? So wirklich den eigenen Puls messen, na, das gefällt mir nicht. Und bei Gott ist es genau anders. Bei Gott regiert Jesus allein. Denn was würde es uns bringen, wenn die geballte Kraft Gottes in unserem Geist ist und wir bewegen uns gesteuert von der Seele, die vielleicht Satan manipulieren kann mit Wünschen, mit Verlangen, oh, wie geht es dir heute? Heute geht es mir gut oder nicht gut? Und das steuert uns dann. So wie wir meinen, so wie wir empfinden, aber das ist nicht die Wahrheit Gottes. Wie Michael so gerne sagt, Seele, ich sage dir heute, wie es dir geht. Und das können wir durch die Wahrheit Gottes in unserem Geist machen, weil es Autorität nimmt in uns. Und das ist auch der sichere Ort für die Seele. Und ja, dadurch wird mir so bewusst, was wir vorletzte Woche in der Morgenerweckung auch durchgenommen haben, wo jeder denkt, okay, wenn ich in Verbindung zu Gott bin, dann bin ich sozusagen der Gesalbte, dann ist doch der Heilige Geist in mir. Aber der Heilige Geist ist nicht in dir, wenn du selbst gesteuert bist von deinem Selbst und nicht von Gott. Und Gott wohnt in allen Gliedern, in der Gemeinschaft und im Austausch miteinander. Und dann ist das Selbst eigentlich nur, gehört da gar nicht mehr hin, sondern dass wir und der Herr, ja. Und wir müssen die Vision vom Selbst sehen, damit das Selbst bloßgestellt und verleugnet werden kann und damit wir unsere Unabhängigkeit von Gott und vom Leib hassen. Die Frage jedoch ist, was ist eigentlich das Selbst? Das Selbst ist die Seele zusammen mit dem satanischen Denken. Ja, so ist es mit unserem Verstand. Wir gehörten Satan. Ja, wir haben seit dem Sündenfall ein satanisches Denken. Satan hat uns sein Denken in unseren Verstand hinein injiziert. Und damit wurden wir unabhängig von Gott. Deshalb dreht sich unser ganzes Denken, Sinnen und Trachten um ich, mich, meiner, mir oder anders ausgedrückt um das Böse, steht glaube ich irgendwo im Alten Testament. Unser ganzes Sinnen und Trachten dreht sich eigentlich um das Böse, um das ich, mich, meiner, mir. Ich habe diese Meinung bisher
klar, was wir jetzt im Handy, also eben in den Social Medias hören, wie stark diese Selbstverherrlichung geworden ist jetzt. Es dreht sich alles um ich, mich, meiner, mir. Und die Lösung bietet uns nur Jesus an. Der Herr sagte in Matthäus 16, wenn jemand mir nachfolgt, so verleugne er sein Selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ich ergänze noch, geh durch die Christustür und folge, so folgst du mir. Halleluja. Das ist die Lösung. Amen. Oh Herr Jesus. Ach, meine Geschwister, es war eine sehr aufregende Woche. Ich tue auch Busse, dass ich da bei der Morgenerweckung nicht so gelesen habe dieses Mal, weil ich hatte so viele Eindrücke. Aber was ich gelesen habe, ist mit den Gedanken. Es waren sehr schlimme Gedanken, was ich gehabt habe, aber durch den Herrn diese Gedanken verloren habe. Und ich merke auch, dass der Sepp ab und zu anklopft. So wäre es, wenn die Kollegen ein Schiffbier trinken, dann haben sie so gesagt, geh trinken halt auch nicht, dass du wieder normal wirst. Und dann hat der Sepp so, okay, kein Morgen, geht schon. Nachher aber ich so da, nein. Ich bin der Josef, das darf man nicht. Husch. So in der Art. Also mein Herr mit den Gedanken, das funktioniert einwandfrei. Und ich bete noch kurz, oh Herr, ich bete dafür, dass ich nicht denken muss, welche Worte, was ich zu Hause finde, wenn ich dann ausziehe und von dir erzähle und von der Sandy erzähle, dass ich heiraten werde wieder. Ich gebe dir das in deine Hand und du wirst mir deine Gedanken an mich senden, damit ich die richtigen Worte finden kann. Amen. In Tag 3 lesen wir, der Mensch ist eine Seele und als eine Seele sollte er in allen Dingen von Gott abhängig sein. Und dann wird die Bibelstelle in 1. Mose 2,7 angegeben und da habe ich mal nachgelesen und da steht, da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte seine Nase, was? Und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und mich hat fasziniert, dass schon am Anfang der Bibel, schon auf den ersten Seiten von dieser lebendigen Seele die Rede ist. Und zwar der ganze Mensch wurde zu einer lebendigen Seele, nicht ein Teil. Also auch nicht ein Drittel des Menschen, wie man von der Dreiteilung des Menschen vielleicht ableiten könnte. Es ist der ganze Mensch, der zur Seele wurde. Aber er schuf diesen Menschen in Abhängigkeit von ihm, mit ihm und von ihm in seiner Einheit. Und durch den Sündenfall wurde diese Seele von der Einheit mit Gott getrennt und dadurch auch zum Beuteobjekt für den Satan. Also anders ausgedrückt, wenn ich mich auf die Socken mache und mein eigenes Ding nach meiner Vorstellung durchziehen will, ohne vorher Gott zu fragen, was seine Meinung dazu ist, dann handle ich genau nach meinem Selbst. Und das Selbst ist der Ausdruck meines Seelenlebens und hat sich unabhängig gemacht von Gott. Damit habe ich aber die Einheit mit Gott selber verlassen und habe auch seinen Schutzraum verlassen. Und der Schutz wird ja von Jesus selber gegeben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir jeden Tag, so oft es geht, durch die Christustür gehen, um die Verbindung mit ihm zu halten oder wieder aufzunehmen
um dann das Seelenleben in den Griff zu kriegen, beziehungsweise von Jesus bearbeiten zu lassen, umwandeln zu lassen, damit ich dann im Sinn von Christus handeln kann. Und dann erlebe ich Folgendes, dass die Seele eine wunderbare Magd ist, aber ein schrecklicher Chef. Amen. Nachdem wir den Auftrag haben, uns selbst zu verleugnen, weil Jesus das gesagt hat zu seinen Jüngern, stellt sich die Frage, wenn wir gegen das Selbst vorgehen wollen, müssen wir zuerst definieren, was das Selbst ist. Das Selbst ist das Seelenleben, wobei menschliche Gedanken und Meinungen betont werden. Der Herr gebot den Jüngern, das Selbst zu verleugnen und aufzugeben. Was bedeutet, ihr eigenes Denken beiseite zu tun? Als der Herr den Jüngern gebot, das Kreuz aufzunehmen, bedeutet dies, dass sie das Denken Gottes oder den Willen Gottes aufnehmen sollten. Somit gebot der Herr, den Jüngern ihr eigenes Denken beiseite zu legen und das Kreuz aufzunehmen, welches der Wille Gottes ist. Wenn wir das Seelenleben in den Tod geben, was die Selbstverleugnung bedeutet, dann gibt es keine menschliche Meinung mehr. Und dieser Prozess ist ganz, ganz wichtig, aber auch nicht ganz leicht zu erfüllen. Ich habe entdeckt, dass die Seele so wunderbar und wertvoll für Gott ist, weil er sie so geschaffen hat, damit er nämlich zum Ausdruck kommen kann. Nur ist dann der Fall kommen und aufgrund des Falles hat Satan seine Gedanken in die Seele injiziert und sein Wollen und sein in unserem Verstand oder sein Wollen hineingegeben. Und so wurde die Seele zum Selbst, nämlich unabhängig von Gott, um seine eigene Meinung und Willen zum Ausdruck zu bringen. Also die Selbstständigkeit, ständig sein Selbst zu zeigen. Und das ist ja in der Welt, ja eigentlich lebt die Welt davon. Und der Verstand ist der führende Teil der Seele und lebt dann sein Seelenleben unabhängig von Gott. Und er passt sich der Welt an, dieser satanischen Ordnung der Welt. Und darum hat Paulus auch gesagt, lasst euch nicht nach diesem Zeitalter formen, sondern lasst euch umwandeln durch die Erneuerung des Verstandes oder des Sinnes oder des Denkens. Und er hat das als Aufforderung genommen, nämlich wir kennen es gar nicht, der Herr macht es in uns. Der Verstand wird neu von ihm und wenn wir auf die Dinge Gottes schauen, auf den Herrn ausgerichtet sind, durch die Christustür gehen, also in ihn hineingehen und in unser Leben leben lassen, einfach ganz abhängig sind von Gott in allen Dingen, dann wird er uns umwandeln und das Seelenleben werden wir dann verlieren. Und das ist ein Satz nur vom Tag 1, das Seelenleben zu verlieren ist die Wirklichkeit der Selbstverleugnung. Das heißt, das Seelenleben nicht zu lieben bis zum Tod. Und das ist das Seelenleben ans Kreuz zu bringen, am Kreuz zu halten, damit es nicht über uns herrscht. Und das ist auch unser Tun. Und er macht uns dazu fähig. Nur Christus macht uns dazu fähig, dass wir das tun können. Und der Fall des Menschen, durch das hat sich Gott nun mehr verherrlicht. Er kriegt nun mehr Ehre und Größe, wenn wir unser Seelenleben so verleugnen und einfach abhängig werden von ihm. Danke, Herr, dass du das tust in uns. Mich hat besonders das beeindruckt, was der Michael gesagt hat noch. Und zwar, unser Denken beeinflusst unsere Gefühle und die Gefühle beeinflussen unseren Willen. Deswegen ist es so wichtig, was wir denken. Und unser Denken muss unter der Zucht des Herrn stehen.
Und ich wollte vor etwa 10 Jahren den Mann einer Kollegin von mir zu Jesus führen, der ist im Sterben gelegen und war Atheist. Und er hat gesagt, einem Gott, der so eine böse, schlechte Welt geschaffen hat, an den will ich gar nicht glauben und mich noch weniger unterordnen. Und da habe ich mir gedacht, also der hat einfach diesen Gedanken, gut, er war kein Auserwählter. Aber wenn wir, ich habe gemerkt, nachdem wir die Souveränität aus mir her, also ich habe sie erst kennengelernt bei dieser Predigt damals, und dann habe ich mir auch gedacht, wow, diese ganzen bösen Dinge hat Gott sich ausgedacht. Aber dann habe ich gedacht, nein, das erlaube ich jetzt meinen Gedanken nicht, da nachzudenken, weil da verirre ich mich. Und ich möchte nicht dort landen, wo dieser Mann gelandet ist, dass ich dann Gott auf den Richterstuhl setze und ich mich auf den Richterstuhl setze und meinen Gott verurteile. Ich muss vielmehr den Denksinn erneuern, dann erneuern sich die Gefühle und auch der Wille. Dann wird alles von Gott erfüllt. I was really touched from Matthew 16:33, day 2. Ich war berührt am zweiten Tag von Matthäus 16:32. But even in verse 15, Jesus is asking Peter, who do you say I? Aber sogar in Vers 15 sagt Jesus zu Petrus, wer sagst du, dass ich bin? And he says, Messiah, son of the living God. Und er sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Then Jesus said, blessed you are. Und Jesus sagt zu ihm, gesegnet bist du. And he continues that you are a rock and I will build my church upon this rock. Und damit sagt er, du bist Petrus, also der Felsen. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Ich werde die Schlüssel des Reiches, des Königreiches des Himmels geben. And really nice words, which I believe that really touch his heart. Das waren wunderschöne Worte, die sein Herz berührt haben. But in couple verse later, Jesus turned out and says like, get behind me, Satan. Aber schon wenige Momente später sagt Jesus zu ihm, geh hinter mich, Satan. And I was thinking, well, maybe it's too much what he said, because Satan, you know. Ich fragte mich, war Jesus nicht zu stark in seinen Worten gegenüber Petrus, Satan? But I felt like sometimes I go with the same experience that I can have encouragement from the Lord, feel peace, love, and suddenly after a while I'm full of myself, thinking about selfish things. Aber ich merke, auch mir kann es so gehen. Ich bin in einem Moment voll vom Herrn, genieße die Gegenwart des Herrn und im nächsten Moment bin ich ganz selbst. Voll von meinem Selbst und beschäftige mich mit selbstbezogenen Dingen. But this story, this lesson showed me two things. Aber diese Begebenheit hat mir zwei Dinge aufgezeigt. Number one was that even this prophetic word or encouragement what we have from the Lord doesn't lead us automatically to get out of ourselves. Diese guten Worte, die von Jesus kamen und die auch zu uns kommen, Ermutigungen, prophetische Worte, führen nicht automatisch dazu, dass wir das selbst verlassen. And the second thing was to see that in this picture I could see Jesus as a lamb, as a lion in the same way. Und ich konnte in dieser Begebenheit Jesus als Lamm und als Löwe sehen. Because he was so loving, kind towards Peter, but in the same time he hates soulish life, so he comforted him and he wanted to deny himself by saying that. Er war so lieb, voller Liebreiz und wie ein Lamm zu Petrus, aber gleichzeitig hasst er wie ein Löwe das Übel des Seelenlebens in ihm. So it shows us what really matters for the Lord, that denying ourselves. Und hier sehen wir, was für den Herrn wichtig ist, nämlich dass wir selbst verleugnen. Amen. Amen. Diese Woche war sehr intensiv für mich. Und ich vermute, nicht nur für mich, sondern für sehr viele von uns. Ich könnte jetzt viel dazu sagen und viel als Genuss wirklich aussprechen. Aber ich habe ja hier jetzt nur ganz wenig Zeit und jetzt habe ich einfach etwas rausgenommen.
was mich schon sehr angesprochen hat. Wir dürfen nicht sagen, ich empfinde, ich denke oder meiner Meinung nach, das ist das Selbst. Also, mein ganzes Leben war, wenn ich das jetzt so angucke, obwohl ich Jesus kannte, auf meinem Selbst aufgebaut. Und der Herr kommt jetzt wirklich und räumt auf und lernt mich ganz, ganz viel. Und ich bin einfach nur dankbar. Und ich kann das wirklich sagen und es ist echt auch ein Zeugnis. Je mehr ich sage, Christus, du und nicht ich, je weniger Konflikte ergeben sich in meinem Leben. Insbesondere Weise zwischen Tino und mir. Preis dem Herrn, liebe Geschwister, Woche 4, Tag 3. Das Selbst ist die Seele, die ihre Unabhängigkeit von Gott erklärt. Gott schuf den Menschen als eine Seele, damit sie stets von ihm abhängig sein sollte. Der Mensch ist eine Seele und als Seele sollte er in allen Dingen von Gott abhängig sein. Je mehr wir von Gott unabhängig sind, desto mehr haben wir menschliche Meinungen. Das Selbst ist der Verkörperung Satans. Das Selbst ist die Essenz Satans in der Seele, indem es die Seele unabhängig von Gott macht. Jesus sagt in Matthäus 16, wenn jemand hinter mir herkommen will, so verleugne er sein Selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir. Jesus hasst das Seelenleben und wir sollten hassen, was Gott hasst und lieben, was Gott liebt. Wie verleugnen wir unser Selbst? Indem wir unseren Verstand auf die Dinge Gottes setzen, das heißt unseren Denksinn erneuern. Wir müssen Gott suchen auf allen unseren Wegen. Und wir müssen aufgehauptet in Christus sein, ständig durch die Christustür in den Geist gehen und alles eigene, sei es jetzt gut oder schlecht, Gott abgeben. Dann bringen wir Gott zum Ausdruck und sind unter göttlicher und richtiger Ordnung. Und dann, nur dann, kommt auch unsere Seele zur Ruhe. Alle Herr den Herrn, Amen. Liebe Geschwister, die Vision vom Selbst, drei Tage, die mich nachhaltig und zutiefst beeindruckt und auch erschüttert haben und mich keine Worte finden lassen, was ich da im Detail mitteilen könnte über diese drei Begriffe, die Matthäus uns in 16, 23 bis 25 von Jesus berichtet, über unseren Verstand, über unser Selbst und über unser Seelenleben und deren Zusammenhänge und was Gott vorhat, uns von unserem Selbst wegzuholen und dass wir befähigt werden, unser Kreuz aufzunehmen, indem wir unser Selbst zu Ende bringen, indem wir wegschauen von uns und zu Christus schauen, zum Herrn, weil er ist der Weg und er ist das Licht und er ist das Leben. Und ja, die ganzen Definitionen, die wir hier lesen über unser Selbst, wow, gewaltig, wo sich auf die Meinung hin äußert, unsere Meinung, die wir ständig von uns geben. Wir sind ja auch dazu erzogen worden, uns Meinung zu bilden, aber jetzt werden wir erzogen dazu, unsere Meinung für uns zu behalten oder überhaupt abzutun und auf den Herrn zu schauen. Und ich kann nur sagen, Herr, schenk mir Gnade, das alles abzutun, wirklich auf dich zu schauen, 60 Sekunden in der Minute, Minute für Minute, den ganzen Tag lang in deinem Geist zu bleiben, meinen Verstand auf den Geist zu setzen und nicht aufs Fleisch, das durch Satan so durchdrungen ist mit Bösartigkeit, mit Sünde, mit Zügellosigkeit, mit ja, was auch immer, wir wissen das alles.
Herr, tu du es und schenk mir die Gnade und mach mich bereit, diese Gnade zu empfangen, ja, dass sie in mein Herz fällt und dass ich diesen Weg gehen kann, den du gebahnt hast, denn das ist der einzige Weg, das ist der Weg des Lebens, Herr. Auf das will ich schauen, sei du mein Fokus, Herr, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Und ja, ich gebe dir alles hin, Herr, und mach du es. Amen. Ja, liebe Geschwister, diese ganze Morgenerweckung ist hochinteressant, die himmlische Vision. In der Woche 1, da ging es darum, was ist denn diese Vision eigentlich? Die Vision ist, dass Gott sich in sein auserwähltes, erlöstes und umgewandeltes Volk einwirkt, um es völlig umzuwandeln, bis es am Ende das neue Jerusalem sein wird. In der zweiten Woche haben wir gesehen, wie Gott es macht, indem er Christus als alles setzt. Christus ist der, um den sich in dem Ganzen das dreht. Christus als Haupt über alles, Christus als das Zentrum, Christus vorne, oben, unten, hinten, immer nur Christus. So wird diese Vision erreicht. Und in der dritten Woche haben wir gesehen, die Gemeinde, dem Leib Christi. Christus hat festgelegt, in diesem Zeitalter mache ich das mit der Gemeinde, die mein Leib sein soll, die sein soll wie ich. Und jetzt in der vierten Woche, da geht es um die Vision vom Selbst, ein nicht so schönes Thema, weil hier geht es nämlich darum, was ist passiert, um diese Vision aufzuhalten und wie zeigt es sich, nämlich im Selbst. Und wir haben schon gehört, dass Satan, beim Sündenfall wurde nicht nur irgendeine Sünde begangen, das wäre ja lächerlich gewesen, eine Sünde hätte man vergeben können, sondern die Sünde selbst kam in den Menschen, kam in seine Seele hinein. Die gute Seele, die Gott gedacht hatte, die wunderbar gemacht ist, wurde dann nach und nach zum Selbst. Der wunderbare Körper wurde dann zum Fleisch, was eine Abstufung, eine Degradierung darstellt. Und als diese Situation entsteht mit Petrus, wo Petrus eine gute Meinung äußert und sagt, Herr, schone dich doch selber, bloß nicht das, was Gott tut, legt Jesus ganz klar mit knappen Worten offen, wer da dahinter steckt. Satan, du steckst da dahinter und mit dir rede ich nicht. Und wisst ihr, wir alle haben völlig zwecklose Versuche über einen langen Zeitraum meistens versucht, unser Selbst irgendwie zu reparieren, anzupassen, akzeptabel zu machen. Vorher war ich ungeduldig, jetzt arbeite ich an der Ungeduld, bis ich irgendwie geduldig bin. Vorher war ich dies, dann arbeite ich daran, dass ich da nicht mehr bin. Aber wenn wir wirklich ganz gnadenlos erkennen, wer hinter dem Selbst und das ausgedrückt durch das Seelenleben steht, Satan, dann erkennen wir sehr schnell, das kann man nicht reparieren. Satan kann man nicht reparieren. Satan kann man nicht lange genug irgendwie dressieren, dass er dann irgendwann annehmbar wäre für Gott. Satan wurde am Kreuz mitgekreuzigt. Beendet. Beendet. Und das Kreuz Christi und die Wirksamkeit, die dadurch entstanden ist, ist die einzige Macht im Universum, die ihn gekreuzigt halten kann. In dir, in mir, in jedem von uns. Jegliche Selbstverbesserung ist wieder eine Unabhängigkeitserklärung. Jegliche Selbstverbesserung speist das System des Selbst, nämlich Satan, zum Ausdruck gebracht. Weil es heißt, ich kann es selber. Ich komme selber klar mit dem Satan in mir. Und Überraschung, A, du kommst es nicht und B, selbst wenn du es bekommen würdest, dann musst du jetzt zurückgehen auf die Woche 2, die Vision von Christus. Und nur Christus erfüllt die Vision und bringt dich dahin. Wir haben zwei Dinge gesehen. Erstens, das Selbst drückt Satan aus, vornehmlich durch Meinungen oder durch Begierden als ein Beispiel. Kann nicht repariert werden, weil Satan kann nicht repariert werden. Satan wurde gekreuzigt. Am Kreuz wurde auch Satan mitgekreuzigt. Und zweitens, jeder Versuch der Selbstverbesserung ist eine weitere Proklamation. Ich bin unabhängig. Und das ist nämlich genau das. Unabhängigkeit von Gott, das ist das, was Satan wollte. Er wollte selber Gott sein. Und diesen Gedanken hat er in den Menschen initiiert. Dann kannst du sein wie Gott, dann kannst du das machen, wie du willst. Wir schaffen uns unseren eigenen Gott, der uns gefällt. Und wenn er uns gar nicht gefällt, wenn er uns blöd kommt, dann schaffen wir ihn einfach ab. Und das ist das Selbst. Und das steht gegen die himmlische Vision.
Aber Gott hat einen Weg gefunden. Christus hat, ist dieser Weg. Christus wurde zum Weg für das Selbst, weil er der absolut Einzige ist, der die himmlische Vision begonnen hat, durchführt und beenden wird. Nichts, gar nichts geschieht in Wahrhaftigkeit, ohne, also unabhängig von Gott. Herr, ich preise dich dafür. Du bist der Anfänger und Vollender. Halleluja, dir entgleitet gar nichts. Du bist der Große, du bist der Heilige, du bist der Wunderbare und du bist die Kraft, die Satan nachhaltig, sogar in meinem Selbst besiegt. Amen.